Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ja heute zu der Betrifft Asse-Veranstaltung zum Thema Fokus Strahlenschutz. Ich bin Frank Ehrlich, ich bin Leiter der Infostelle Asse und mit meinem Team zusammen bin ich ja der Mittler im Endeffekt zwischen der BGE, der Region, zwischen der BGE und den interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Und auch die Rolle wollen wir heute hier einnehmen und uns miteinander ja ins Gespräch bringen, ins Gespräch über das Thema Strahlenschutz. Ich werde gleich noch was zum Ziel und zur Intention dieser Veranstaltung sagen. Vielleicht noch etwas zu den Rahmenbedingungen an der Stelle. Die Regelungen der Corona-Pandemie erlauben es uns heute, die Veranstaltung im hybriden Format durchzuführen. Das heißt, wir haben sowohl Gäste hier vor Ort, wir haben aber auch Gäste zu Hause an den Bildschirmen, die dort entsprechend unserer Veranstaltung folgen, die sich auch einbringen können, die Fragen stellen können, die auch mit uns diskutieren können, genau wie die Menschen, die heute hier den Weg in die Infostelle Asse gefunden haben. Und wie das genau funktioniert mit den Beteiligungsmöglichkeiten, erkläre ich gerne im Nachgang noch. Ich habe gesagt, ich will uns miteinander ins Gespräch bringen und ich möchte einmal ja erklären, wer dieses uns denn eigentlich ist. Wir haben mehrere Referenten eingeladen, die uns heute zum Thema Strahlenschutz berichten werden. Und als erstes möchte ich einmal den Jens Köhler vorstellen. Den kennen die meisten von Ihnen wahrscheinlich schon, den Bereichsleiter Asse. Ich möchte dann als Referenten vorstellen den Christian Walter, ebenfalls von der BGE, der hier am Standort Asse der Abteilungsleiter Strahlenschutz ist. Hallo, Herr Walter. Wir haben auch zwei externe Referenten eingeladen. Zum einen ist das der Klaus Gosch von der Agrolab Lufa GmbH aus Kiel, der hier im Umfeld der Asse ein ergänzendes Messprogramm durchführt. Und wir haben eingeladen den Dr. Wolfgang Schulz von der Universität Hannover, der hier in Remmling eine Bürgermessstelle betreibt und uns hier darüber berichten wird. Das Thema lautet Fokus Strahlenschutz. Ist vielleicht etwas sperrig. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich im Endeffekt nichts anderes als diese Frage, ja, welche Strahlenbelastung messen wir denn eigentlich im Umfeld der Schachtanlage Asse 2? Diese Frage wollen wir heute klären. Über diese Frage wollen wir ins Gespräch gehen. Die Frage, ja, hält Antwortenbereich, die natürlich wichtig sind für die Region. Und ich denke nicht nur an die ja, Zuschauerinnen und Zuschauer oder an die Gäste hier, die mit der BGE ja, nicht verbandelt sind in engerem Sinne. Ich denke dabei natürlich auch an die ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier arbeiten, die hier in der Region wohnen, die hier in der Region leben, die auch nicht nur hier sicher arbeiten wollen auf der Asse, sondern auch im Umfeld hier sicher leben wollen. Und auch für die ist es sicherlich spannend zu erfahren, ja, welche Strahlenbelastung messen wir hier? Welche Messprogramme gibt es? Welche Möglichkeiten hat man hier entsprechend, ja, Messungen durchzuführen und vornehmen zu lassen? Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich einmal alle die mitnehmen, die noch nicht tiefer in der Asse drin sind und möchte sie einmal, ja, mitnehmen in dieses komplexe, weltweit einmalige Projekt und würde dazu, ja, einen Blick werfen in eine kurze Animation, die wir verwenden, und zwar in die Animation Die Asse in 90 Sekunden. Die Schachtanlage Asse 2 in Niedersachsen. In dem mehr als 100 Jahre alten Salzbergwerk befinden sich rund 47.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Diese wurden von 1967 bis 1978 in das Bergwerk eingelagert. Das Problem: Das Bergwerk ist nicht stabil. Risse bilden sich, durch die salzhaltiges Grundwasser dringt. Das Wasser wird aufgefangen und entsorgt. Langfristig ist nicht auszuschließen, dass radioaktive Stoffe wieder freigesetzt werden können. Die radioaktiven Abfälle sollen daher zurückgeholt werden. Um sicher arbeiten zu können, wird das Bergwerk stabilisiert. Gleichzeitig werden Vorkehrungen für ein mögliches Absaufen getroffen. Für die Rückholung selbst werden die Einlagerungskammern erkundet und geeignete Bergetechniken beschafft. Weiterhin wird ein neues Rückholungsbergwerk benötigt, um die Abfälle wieder an die Tagesoberfläche bringen zu können. Für die radioaktiven Abfälle aus der Asse ist noch kein Endlager gefunden. Sie müssen daher zunächst in ein Zwischenlager gebracht werden.
Bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle werden auch die Abfälle aus der Asse berücksichtigt. Ja, das ist ein kurzer Einblick in die Herausforderungen, die wir hier an der Schachtanlage Asse 2 haben. Wir sollen die radioaktiven Abfälle zurückholen. Und bevor wir heute zum Thema Strahlenschutz kommen, zu der Frage, welche Strahlenbelastung messen wir denn im Umfeld der Schachtanlage Asse 2 und wie messen wir diese Strahlenbelastung, möchte ich gerne das Wort einmal an Herrn Köhler geben, der uns ja in diesen Tag einmal einleiten wird, einmal begrüßen wird. Ja, herzlichen Dank, Herr Ehrlich. Ich freue mich sehr, dass wir hier die Gelegenheit haben, uns auch mal wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu sein, sowohl hier als auch natürlich zu Hause an den Bildschirmen. Ja, zur Einführung möchte ich Ihnen gern einen Überblick über den aktuellen Stand unserer Arbeiten geben. Grundsätzlich sehen wir, die Rückholung nimmt immer mehr Fahrt auf. Ich möchte beginnen mit unseren Aktivitäten unter Tage. Dort haben wir in den vergangenen Monaten zwei ganz wichtige Vergaben an spezialisierte Partnerfirmen durchführen können. Zum einen die Planung der Rückholung der Abfälle aus der Haupteinlagerungssohle, das ist die 750 Meter Sohle. Die zweite große Vergabe ist die Auftragsvergabe für die Entwicklung der Bergetechnik für die Einlagerungskammern auf der 511 und auf der 725 Meter Sohle. Mit dem Ziel, eine funktionsfähige Bergetechnik zu entwickeln, die es uns ermöglicht, auch die entsprechenden Genehmigungen für die Rückholung mit dieser Bergetechnik zu erhalten. Dann wechsle ich nach Übertage. Auch da haben wir eine große Vergabe Ende letzten Jahres durchführen können. Wir haben vergeben den Auftrag für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die übertägige Abfallbehandlungsanlage und das Zwischenlager. Auch hier ist Ziel dieses Auftrages, eine genehmigungsfähige Planung der technischen Anlagen zu erhalten. Ja, wer Übertage baut, braucht natürlich die entsprechenden Grundstücke. Hier sind wir in konstruktiven und stets fairen Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern. Denn die baulichen Anlagen, die wir Übertage bauen, dafür brauchen wir auch Baugrunduntersuchungen. Und solange sich die Verhandlungen über den Erwerb der Grundstücke hinziehen, möchten wir dennoch die Erlaubnis von den Grundstückseigentümern bekommen, dass wir deren Grundstücke betreten dürfen, damit wir die notwendigen Erkundungsmaßnahmen für den Baugrund durchführen können. Auch dafür haben wir ein darauf spezialisiertes Unternehmen finden können. Die stehen parat, sodass wir unmittelbar, nachdem wir die Erlaubnis für die Betretung der Grundstücke haben, sofort loslegen können mit unseren Baugrunduntersuchungen. Ja, für die Errichtung dieser vielen Bauwerke brauchen wir eine entsprechende Berücksichtigung in der im Landesraumordnungsprogramm. Auch hier sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Wir haben im April einen Antrag an das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium gestellt zur Durchführung eines sogenannten Raumordnungsverfahrens. Wir sprechen bei den übertägigen Anlagen über einen Flächenbedarf von grob 16 Hektar. Und wir möchten, dass die entsprechenden baulichen Anlagen auch berücksichtigt werden im Landesraumordnungsprogramm. Deshalb haben wir diesen Antrag gestellt. Das dafür zuständige Niedersächsische Landwirtschaftsministerium hat die obere Landesbehörde, das ist das Amt für regionale Landesentwicklung, damit beauftragt, mit uns gemeinsam dieses Verfahren durchzuführen. Da hat es schon erstes Gespräch gegeben. Auch da sind wir ganz angenehm konstruktiv miteinander unterwegs, um das Landesraumordnungsprogramm entsprechend anzupassen. Dann komme ich zu einem der wichtigsten Bauwerke, die wir brauchen, um den Müll aus der Asse herauszuholen. Das ist der Schacht 5, den wir brauchen, um dort die Abfälle herauszubekommen. Wir werden Schacht 5 mit dem Bestandsbergwerk anschließen. Hierfür sind wir in Gesprächen zu der Erlangung der Genehmigung mit dem dafür zuständigen niedersächsischen Umweltministerium. Dieses Verfahren nennen wir den Antragskomplex 1. Das ist einer von vier Antragskomplexen, mit dem wir beginnen möchten, um schnellstmöglich auch in den Bau, in die Bauverfahren zu kommen. Ja, Sie haben es in der kurzen Animation 90 Sekunden gesehen. Die Rückholung planen und vorbereiten, das ist das eine. Wir haben natürlich auch noch ganz wichtige andere Hauptaufgaben zu erledigen. Wir überwachen mit einer großen Mannschaft die Stabilität des Bergwerks. Wir stabilisieren auch mit einer großen Mannschaft durch das Einbringen von Beton die Asse.
Und bevor wir die Abfälle aus der Asse herausholen, brauchen wir auch die Herstellung der sogenannten Notfallbereitschaft. Wir müssen sicherstellen, dass im Falle eines Lösungszutritts, den wir mit unseren Anlagen nicht mehr beherrschen können, die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt so gering wie möglich bleiben. Das machen wir jetzt auch schon. Und solange diese Notfallbereitschaft nicht hergestellt ist, können wir auch nicht zurückholen. Das macht es besonders wichtig, dass wir auch da immer darauf achten, auch diese Hauptaufgabe rechtzeitig zu erledigen. Ja, ich komme wieder zurück auf das Thema des heutigen Abends, Strahlenschutz. Da ist mir wichtig, auch hier diesen Rahmen zu nutzen, um darüber zu informieren, dass wir bei der Rückholung eine geänderte Ableitungssituation haben. Ich hatte es erläutert, wir haben Schacht 5. Aus diesem Schacht werden zukünftig die Wetter, also die verbrauchte Luft aus der Grube, abgeleitet über ein circa 80 Meter hoch geplantes Ableitbauwerk. Das ist insofern anders, als jetzt die Ableitungen über den Schacht 2 erfolgen. Über einen dort angeschlossenen Diffusor erfolgt die Ableitung. Das ist eine Änderung. Und die zweite Änderung ist, dass wir einen weiteren Emittenten bekommen, nämlich die Abfallbehandlungsanlage. Auch hier wird es eine entsprechende Entlüftungsanlage geben, mit der wir sicherstellen, mit Filteranlagen, dass wir stets weit unterhalb der gesetzlich erforderlichen Grenzwerte sind. Nur mir wichtig, hier diesen Rahmen zu nutzen, um Sie zu informieren. Da wird es einen weiteren Emittenten geben. Ja, also heute wie auch in Zukunft kommt dem Strahlenschutz hier bei der Asse ganz besonders große Bedeutung zu. Und der eiserne Grundsatz im Strahlenschutz lautet: Strahlen vermeiden. Das ist das Allerbeste. Das können wir hier nicht. Wir haben hier Strahlung, wir haben radioaktive Fässer, wir haben Abfälle. Dann kommt der zweite Grundsatz im Strahlenschutz zum Tragen, nämlich die Strahlung auf ein vernünftigerweise erreichbares Maß herunterzubringen. Also alles zu tun, was vernünftigerweise möglich ist, um die Strahlenbelastung für Mensch und Umwelt zu reduzieren. Ja, und wie wir das sicherstellen, dafür haben wir ja drei Referenten, die uns heute in dieses Thema einführen. Ich freue mich auf spannende Vorträge, die ich mir schon mal angesehen habe, sehr interessant. Und ich freue mich natürlich genauso über Ihre Fragen, über Ihre Anmerkungen, über Anregungen, Rückmeldungen, die Sie am Ende der Vorträge dann gerne stellen. Damit möchte ich gerne wieder zurückgeben an Herrn Ehrlich und freue mich auf eine interessante Veranstaltung. Ja, danke, Herr Köhler, für diese einleitenden Worte. Ich möchte das, was Sie am Ende gesagt haben, gerne aufgreifen, dass Sie sich auf die Fragen freuen, denn davon lebt die Veranstaltung am Ende. Nach den Vorträgen, die Veranstaltung lebt von Ihrer Beteiligung, von denen, die hier sind oder von denen, die uns im Internet verfolgen. Von daher fragen Sie uns, stellen Sie Ihre Fragen. Sie können das machen entweder über die Chat-Funktion, Sie können uns ja bei YouTube folgen oder bei Zoom. Dort gibt es jeweils zweimal eine Chat-Funktion, wo Sie Ihre Frage formulieren können, reinschreiben können und wir werden die dann aufgreifen. Und bei Zoom haben Sie auch die Möglichkeit, die Handheben-Funktion zu nutzen. Das ist für uns das Zeichen, dass wir Sie direkt aufrufen können, die uns im Internet folgen und Sie können Ihre Frage dann direkt stellen. Und in dem Zuge möchte ich Ihnen eine Kollegin von mir vorstellen, die Annalena Zimmermann, die dann ja Ihr Ansprechpartner quasi ist für das Digitale, die dann die Fragen entsprechend aus dem digitalen Raum für Sie stellen wird oder Sie aufrufen wird, dann in der Fragerunde. Von daher, wie gesagt, danke Anna, dass du auch hier unterstützt. Für die, die hier sind, durch dieses hybride Format, Sie müssen ja auch gehört werden bei denen, die uns bei YouTube und bei Zoom folgen. Da haben wir dort hinten eine Sprechstelle eingerichtet, ein Mikro. Wenn Sie also nachher eine Frage stellen wollen, würde ich Sie bitten, an das Mikro zu treten, auf dem Weg dorthin entsprechend auch ja die Maske zu tragen. Und dann hört man Sie auch im digitalen Raum. Und so können wir dann sicherstellen, dass wir alle tatsächlich miteinander reden, miteinander ins Gespräch kommen und jeder auch die Frage kennt zu den Antworten, die dann die Referentin oder Referenten dann geben werden. Bevor wir anfangen mit dem Vortrag von Herrn Walter, habe ich eine Frage an Sie zu Hause, aber auch an die Gäste hier vor Ort. Sie finden hier vor Ort einen Zettel auf den Stühlen mit einem Stift daneben. Und Sie zu Hause, schreibt die Antwort oder Ihre Vorstellung bitte einfach in den Chat. Und zwar habe ich die Frage mal an Sie. Das ist nämlich so eine Zahl, wo ich bei Herrn Walter im Vortrag drüber gestolpert bin. Schreiben Sie einmal eine Zahl auf, was glauben Sie denn, wie viel Strahlenschutzmessung führt die BGE
im Umfeld der Schachtanlage Asse 2 pro Jahr durch. Schreiben Sie diese Zahl einfach auf, Sie vor Ort etwas größer, damit ich es nachher auch lesen kann. Und Sie zu Hause schreiben das gerne in den Chat. Was glauben Sie, wie viele Strahlenschutzmessungen werden pro Jahr hier an der Asse durch die BGI durchgeführt? Das wäre total spannend zu erfahren, was Sie glauben. Und am Ende werden wir das auflösen, Herr Walter, wie viele es denn tatsächlich sind. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt in den ersten Vortrag hinein, und zwar die verschiedenen Überwachungsprogramme im Strahlenschutz an der Schachtanlage Asse 2 durch die BGI. Herr Walter, bitte. Ja, gerne. Ich begrüße auch Sie von meiner Seite aus, und ich freue mich, Ihnen heute die verschiedensten Messprogramme im Strahlenschutz auf der Asse über und unter Tage präsentieren zu können. Ich werde unter Tage beginnen und Ihnen die Messprogramme der Grobenwetterüberwachung sowie des radiologischen Salzlösungsmonitorings aufzeigen. Ich wechsle dann nach Übertage und berichte über die Messprogramme der Emissionsüberwachung und der Immissionsüberwachung. Und zum Abschluss gebe ich Ihnen noch einen kompakten Überblick zu unserem Messprogramm der Personendosimetrie, also zu dem Messprogramm, was sich mit der Strahlenschutzüberwachung unseres Betriebspersonals befasst. So, und dann möchte ich auch gleich anfangen und komme zum ersten Schwerpunkt des heutigen Vortrags zur Grobenwetterüberwachung unter Tage. Was ist überhaupt die Grobenwetterüberwachung? Was wird dort überwacht? Im Prinzip wird im Rahmen dieses Messprogramms die untertägige Luft, also die Luft in der Grube, radiologisch überwacht auf die Parameter Radon 222, auf Tritium sowie auf die Aerosolaktivität, also auf die luftstaubgetragene Radioaktivität in den Wettern. Das erfolgt mit verschiedenen Messgeräten und Sammelverfahren, die hier in diesen Bildern auch mal aufgezeigt sind. Ganz links sehen Sie ein sogenanntes Elektret, was an verschiedenen Standorten in der Grube positioniert ist. Mit diesem Gerät, das ist eine kleine Ionisationskammer, wird die Radon-Aktivitätskonzentration in den Wettern ermittelt. In der Mitte dieser vier Bilder sehen Sie unsere Sammelanlage. Das ist ein Kühlgerät, mit deren Hilfe wir aus der Luftfeuchte ein Kondensat gewinnen, was wir dann nutzen, um die enthaltene Tritium-Aktivitätskonzentration zu ermitteln. Das ist nichts anderes als eine Spirale, in der ein Kühlmittel durchfließt und durch den Betrieb der Anlage gefriert dann die umgebende Luft, und nach Ausschalten der Anlage sammelt sich das Kondensat und kann für radiologische Analysen dann genutzt werden. Und ganz rechts in der Abbildung sehen Sie einen sogenannten Luftstaubsammler. Das ist eine kleine Pumpe, und durch deren Betrieb wird im Prinzip durch einen vorgeschalteten durch eine vorgeschaltete Trompete, das ist dieses schwarze Objekt, Luft angesaugt. Und ganz vorne auf dieser Trompete ist ein Aerosolfilter platziert. Das ist ein Filterpapier, auf dem sich dann die in der Luft vorhandenen Stäube, Staubpartikel abscheiden. Und dann kann im Nachgang dieses Papier auch zu radiologischen Zwecken genutzt werden, um die enthaltene Aktivität zu ermitteln. Frage für die, die nicht mit diesen Bergbaubegriffen so firm sind. Was sind denn Wetter? Also ich kenne, die Sonne scheint, ich kenne, es regnet, das ist irgendwie das Wetter, aber das werden Sie unter Tage bestimmt nicht meinen. Was ist denn Wetter? Ja, Wetter ist im Prinzip die untertägige Luft, die man in jeder Bergmann einatmet und auch wieder ausatmet, und die werden als Oberbegriff als Wetter bezeichnet. Im Prinzip die Atmosphäre, die Luft im Bergwerk. Es gelangen Frischwetter, so heißt das Bergmensch, in das Bergwerk hinein. Und die Luft wird dann verbraucht, wird ausgeatmet, durch eben auch den Betrieb von Motoren wird sie im Prinzip verschlechtert, in Anführungszeichen. Und dadurch werden sie zu Abwettern und werden dann über den Schacht und Kamin abgeleitet. Also Wetter nichts anderes als die Luft unter Tage. Genau. So. Okay, danke. Ja, dieses Messprogramm ist auch sehr umfangreich. Es erfolgen in der Summe etwa 524 Probenahmen und Messungen im Rahmen dieses Messprogrammes pro Jahr, was eine sehr, sehr hohe Zahl aus meiner Sicht ist. Und die oberste Zielstellung dieses Messprogramms der Grobenwetterüberwachung ist es, den Nachweis zu erbringen, dass unsere festgelegten Schwellenwerte aus der Genehmigung für diese zu betrachtenden radiologischen Parameter auch jederzeit eingehalten werden.
Ja, ich habe für Sie auch eine Grafik, eine Verlaufskurve mitgebracht, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Sie sehen hier in dieser Übersicht die Radonaktivitätskonzentration. Es sind drei einzelne Verlaufskurven dargestellt. Ganz oben, diese gepunktete Linie, ist der Schwellenwert aus unserer Genehmigung für Radon. Das sind 120 Becquerel je Kubikmeter Luft. Ganz unten sehen Sie die dunkelblaue Linie. Das ist die Aktivitätskonzentration von Radon an einem Referenzmesspunkt über Tage. Im Wesentlichen sehen Sie dann dadurch die natürliche vorliegende Aktivitätskonzentration am Standort. Und in der Mitte sehen Sie diese braune Kurve, die uns die Aktivitätskonzentration unter Tage mal aufzeigt am Messpunkt des Hauptgrubenlüfters, also an dem Messpunkt, an dem die gesamte Grubenluft einmal rübergeht und anschließend die Anlage verlässt. Ja, und Sie sehen im Grundsatz erstmal, dass die Aktivitätskonzentration unter Tage an diesem Messpunkt auch deutlich unterhalb des Schwellenwertes aus unserer Genehmigung liegt. Und dem doch sehr aufmerksamen Betrachter, dem wird natürlich auch dieser Peak ganz rechts auffallen, diese Erhöhung, die doch sichtbar ist. Und die hat natürlich auch einen Hintergrund. Und zwar liegt der darin, dass im Jahreswechsel von 2021 zu 2022 sehr umfangreiche Arbeiten, Sanierungsarbeiten im Schacht durchgeführt wurden. Und einfach aus Gründen der Arbeitssicherheit musste natürlich während dieser Arbeiten der Betrieb des Hauptgrubenlüfters auch teilweise ausgeschaltet werden oder ganz heruntergefahren werden oder reduziert werden. Und das hatte natürlich dann zur Folge, dass sich die Aktivitätskonzentration unter Tage in diesem Zeitraum leicht aufgestaut hat, akkumuliert hat, sagt man dazu. Ja, aber trotz dieser Arbeiten konnte durch auch organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, dass jederzeit der Schwellenwert aus der Genehmigung unterschritten wurde. Gut, dann möchte ich zum zweiten Schwerpunkt meines Vortrags übergehen, dem radiologischen Salzlösungsmonitoring. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Im Prinzip ist es nichts anderes als die hochintensive chemische und radiologische Überwachung der relevanten Salzlösungshebestellen unter Tage. Und das sind bei uns im Wesentlichen die Hebestellen auf der 553 Meter Sohle, wo wir eine kleine Tropfstelle haben, die wir überwachen. Dann natürlich unsere Hauptzutrittsstelle auf der 658 Meter Sohle. Im Weiteren sind es einige Hebestellen auf der 725 Meter Sohle, wo wir ja auch eine Einlagerungskammer haben. Das sind die Hebestellen in der sogenannten Gleitbogenausbaustrecke. Und schlussendlich auf der 750 Meter Sohle unserer Haupteinlagerungssohle, wo die Hebestellen sich in der zweiten südlichen Richtstrecke nach Westen befinden, sowie in der nördlichen Richtstrecke nach Westen in Richtung ehemaliger Reichelsümpfe und noch eine Hebestelle ganz im Osten im Zugangsbereich zur Kammer 12. Ja, und im Rahmen dieses Messprogrammes erfolgt eben die radiologische Überwachung dieser Hebestellen auf die Leitnuklide Tritium und Cäsium-137. Die Leitnuklide der Kerntechnik auch und unsere Leitnuklide. Und das Messprogramm hier ist auch wieder sehr umfangreich. In einem Jahr erfolgen hier etwa so 350 Probenahmen und Messungen. Und neben diesem routinemäßigen Messprogramm, was das ganze Jahr über stattfindet, gibt es dann noch alle zwei Jahre ein sehr umfangreiches Charakterisierungsmessvorhaben. In dem letztlich auch alle radiologisch unauffälligen und natürlich radiologisch auffälligen Messstellen umfangreich analysiert werden, neben chemischen Analysen auch sehr umfangreiche radiologische Analysen, die durchgeführt werden, unter anderem auf die doch auch Spezialnuklide Strontium 90, Americium 241, sowie die natürlichen Isotope der Uran- und Thorium-Zerfallsreihe und auch einige Plutonium-Isotope. Und da sehen Sie auch schon anhand der Zahl von 310 Einzelanalysen, dass das auch wieder ein sehr umfangreiches Messprogramm ist, was dort auch aufgestellt wird. Und ja, die oberste Zielstellung eigentlich dieses zweijährigen Messprogrammes ist es dann, einen jeweils aktuellen Zustand und Informationen zu erhalten über den aktuell vorliegenden Zustand der Kontamination in den Salzlösungen. Und letztlich auch ein Gefühl zu bekommen, ob die
bisherige Anwendung auf die Leitnuklide Tritium und Cäsium nach wie vor korrekt und abdeckend ist. Hier habe ich mal zwei Bilder mitgebracht, die ich Ihnen zeigen möchte, von einem Kollegen unter Tage, wie er eine Probenahme durchführt. Links zu sehen aus einer Hebestelle in der auch gerade von mir angesprochenen Gleitbogenausbaustrecke auf der 7x25 Meter Sohle. Und rechts sehen Sie den Kollegen, wie er diese Probe entsprechend in unserem untertägigen Probenaufbereitungsraum für die übertägige Messung vorbereitet, die im übertägigen Messlabor durchgeführt wird. Sie sehen, wie der Kollege die Lösung in die eigentliche Messgeometrie, die dann auf einem Detektor platziert wird, im Labor über Tage überfüllt. Ja, und auch zu diesem Punkt habe ich eine Grafik wieder dabei, die ich Ihnen zeigen möchte. Und zwar habe ich mich hier entschieden, Ihnen einfach mal die Tritium-Aktivitätskonzentration in unserer Zutrittslösung aufzuzeigen. Die Zutrittslösung werden wir ja im Rahmen von Freigabekampagnen freimessen und im Prinzip nach über Tage pumpen und entsorgen. Und Sie sehen in dieser Grafik wieder drei Kurven. Ganz oben die dunkelblaue Linie, das ist der Freigabewert aus der Strahlenschutzverordnung, der für uns berechnet wurde für die Entsorgung der Zutrittslösung nach Freigabe. In der Mitte sehen Sie die hellblaue gepunktete Linie, die stellt uns den sogenannten Parameterwert aus der Trinkwasserverordnung für Tritium dar. Das sind 100 Becquerel je Liter. Und dieser Wert, den hat sich die BGE auch selbstverpflichtend auferlegt, ihn zu unterschreiten für eben die Abgabe des Zutrittslösens nach über Tage. Der ist halt auch nochmal ein Faktor 100 unterhalb des Freigabewertes. Ja, und schließlich ganz unten, die dunkelblaue Linie stellt uns die eigentliche Tritiumaktivitätskonzentration in der Zutrittslösung dar. Und ja, was Sie hier letztlich sehen, ist im Prinzip mehrheitlich auch nur die erreichte Nachweisgrenze, die wir Ihnen angeben können. Denn wir hatten in diesem Zeitraum, der hier dargestellt ist, von knapp 10 Jahren, auch nur gerade mal 2 bis 3 Mal den Fall, dass wir überhaupt eine Aktivitätskonzentration bei Tritium über der Nachweisgrenze registriert haben. Also ein unglaublich geringer Anteil. Und ja, was ist überhaupt eine Nachweisgrenze? Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig zu erläutern. Im Prinzip ist es ein Maß für die Empfindlichkeit eines ja, radiologischen Analyseverfahrens. Und im Prinzip, immer wenn es darum geht, Grenzwerte einzuhalten oder messtechnisch den Beweis zu führen, dass wir sie sicher unterschreiten, ist es ganz wichtig, dass das Analyseverfahren, was zur Anwendung kommt, so hoch genau ist, dass die erreichten Nachweisgrenzen mit diesem Verfahren deutlich unterhalb dieser Grenzwerte, Freigabewerte, Parameterwerte sich befinden. Und letztlich zeigt uns die Nachweisgrenze der Wert, der Zahlenwert, der angegeben wird dann an, welche Aktivität, welche Radioaktivität ja, maximal noch in einer Probe theoretisch vorhanden sein könnte. Und das sehen Sie im Prinzip auch hier, dass die Tritiumaktivitätskonzentration so im Bereich eben der Nachweisgrenze ermittelt wurde und die bewegt sich so im Bereich von kleiner 10 Becquerel je Liter. Also auch nochmal ein Faktor 10 unterhalb des Parameterwertes aus der Trinkwasserverordnung. Hinweis zu der Folie, die wir gerade sehen. Jeder kennt irgendwie Diagramme, aber hier haben wir eine logarithmische Skala. Das ist vielleicht ein guter Hinweis, dass ja jede graue Linie einen Faktor 10 bedeutet. Rein optisch wirkt es ja erstmal so, als ob wir ungefähr bei 50% dieses Wertes aus der Trinkwasserverordnung sind. Das sind wir ja aber nicht. Hier muss man ja sehr genau hinschauen. Von daher einfach nur noch mal ein Hinweis an alle, die diese Grafik sich anschauen, dass das hier eine andere Skalierung ist und man da entsprechend nochmal ja, einen genaueren Blick an dieser Stelle lohnt, dass man sich da optisch quasi nicht täuschen lässt. Ja, richtiger Einwand, genau. Ich habe es auch ganz bewusst so gewählt, die Darstellung, um natürlich auch alle drei Verlaufskurven auch in einer mal anschaulich darzustellen. Wenn man das linear aufführt, dann wird man einen Strich ganz oben haben bei 10.000 und die anderen beiden Striche liegen ganz weit unten. Und damit letztlich wird eigentlich die Intention dieser Werte auch verfälscht. Gut, dann komme ich nach über Tage. Ich wechsle jetzt nach über Tage und möchte über die Emissionsüberwachung berichten. Ja, was ist das überhaupt? Die Emissionsüberwachung, das ist nichts anderes als die radiologische Überwachung der Parameter, die aus der Anlage abgeleitet werden. Und zu verstehen, wie die gemessen werden und wo sie gemessen werden, möchte ich zunächst Ihnen einfach mal die ja, die Situation, wie die Anlage bewettert wird, wie die Frischwetter reinkommen und wieder als Abwetter abgegeben werden, einfach mal zeigen. Über den Schacht 2
werden durch den Betrieb eines Hauptgrubenlüfters auf der 490 Meter Sohle die Wetter im Prinzip in das Bergwerk gelangen. Das erfolgt durch den Unterdruck in der Grube. Und durch den gleichen Schacht und durch eine wettertechnische Abtrennung werden die gleichen Wetter dann als Abwetter wieder nach über Tage abgegeben und verlassen den Diffusor, das ist der Kamin im Prinzip, so kann man sich das vorstellen, die Anlage. Ja, und im Bereich von ungefähr so plus minus 0 Metern Bezug auf das Anlagengelände, auf die Höhe, erfolgt dann die Probenahme für die Emissionsüberwachung und die Überwachung auf die relevanten, eben in dem Zusammenhang interessierenden Parameter. Und das ist hier auch wieder die Aerosolaktivität, Radon, C14 und Tritium. Ja, und die Zielstellung dieses Messprogrammes ist es, den Nachweis zu bringen, dass unsere ja in der Genehmigung genehmigten Ableitungswerte auch eingehalten werden und unterschritten werden. Und dieses Messprogramm ist in ähnlicher Form, so wie auch die anderen, auch wieder so umfangreich, dass in dem Programm pro Jahr etwa 360 Probenahmen und Messungen durchgeführt werden. So sieht die Situation vor Ort aus. Im Hintergrund sehen Sie das Fördergerüst vom Schacht 2 und direkt davor dieses trompetenartige Gebilde. Das ist der sogenannte Diffusor, dieser Kamin. Und ganz links, das ist unser Messcontainer in Gelb, wo die ganze Messtechnik installiert ist, die im Rahmen dieses Messprogrammes dann genutzt wird. Ja, und auch hier habe ich eine Grafik wieder dabei, die ich Ihnen zeigen möchte. Und zwar habe ich mich einfach mal hier entschieden, Ihnen aufzuzeigen, inwieweit wir überhaupt unsere genehmigten Ableitungen ausschöpfen, prozentual gesehen, für die eben relevanten Nuklide in dem Zusammenhang. Radon, C14, Tritium und die Aerosolaktivität, die bei uns im Wesentlichen durch das Nuklid Blei 210 bestimmt wird. Und da erkennen Sie im Prinzip, dass für alle unsere genehmigten Ableitungen die Ausschöpfungssituation so aussieht, dass wir deutlich auch unterhalb von 20% die Werte ausschöpfen. Ja, so stellt sich die Situation heute dar, 2022 und letztlich auch der vergangenen Jahre. In 10 Jahren etwa haben wir dann die Rückholung. Sie soll 2032 operativ starten. Und da wird sich natürlich dann eine etwas andere Ableitsituation durchaus einstellen. Ja, da wird es ein Genehmigungsverfahren geben, in dem letztlich auch der Nachweis unsererseits zu erbringen ist, dass der Grenzwert für Einzelpersonen aus der Bevölkerung von 1 Millisievert pro Jahr eben auch resultierend aus Ableitung jederzeit auch eingehalten wird. Und letztlich die in der Genehmigung dann festgelegten Ableitwerte, Maximalaktivitätsabgaben, die orientieren sich natürlich daran. Und letztlich unser Ziel als Betreiber und auch letztlich mein persönliches Ziel ist es, dann eine sehr ähnliche Situation vorliegen zu haben wie jetzt auch, nämlich dass wir die genehmigten Ableitungen auch nur zu einem Bruchteil ausschöpfen und nicht ausreizen. Gut, dann gehe ich jetzt in die Umgebung und komme zur Emissionsüberwachung. Ja, bei der Emissionsüberwachung habe ich ja gerade gesagt, da wird radiologisch überwacht, was abgegeben wird aus der Anlage. Und bei der Emissionsüberwachung wird radiologisch überwacht, was in der Umgebung ankommt. Und das erfolgt auch mit Hilfe diverser Probenahmen und Messungen. Es erfolgt unter anderem die Überwachung der Ortsdosis am Anlagenzaun und in der Umgebung. Und da sehen Sie schon am Anlagenzaun, da geht dieses Messprogramm dann los. Es erfolgen darüber hinaus Ortsdosis-Leistungsmessungen in der Umgebung und es erfolgen auch verschiedene Bodenprobenahmen, Wasserprobenahmen, Grasprobenahmen in der Umgebung sowie auch wiederum der Luftstaub getragenen Partikel und eine Analyse dann auf die eben verschiedenen Gammaspektrometer, also Gamma-Radionuklide oder auch andere relevante Radionuklide in dem Zusammenhang. Und dieses Messprogramm ist so umfangreich, dass wir hier etwa 600 Probenahmen und Messungen pro Jahr durchführen. Das ist jetzt mal eine Draufsicht auf das Anlagengelände. Wir sehen im Prinzip hier vom Süden kommend, von unten kommt diese Straße zur Anlage hoch. Ganz rechts den Ostparkplatz, weiter oben diese gestrichene Schraffierung, das ist der Nordhang, wo auch der Funkturm platziert ist, den Sie ja auch alle sicherlich sehen und kennen. Ja, und in der Mitte so, da ist unser Anlagengelände und da sehen Sie eine Menge rote Punkte.
Und das sind im Prinzip unsere Dosimeterstandorte am Anlagenzaun, immer im Abstand von etwa so 200 bis 300 Metern. Und daneben haben wir auch noch weitere 30 Dosimeter in der Umgebung verteilt, in allen auch Richtungen, um möglichst alle Richtungen auch abzudecken. Und in dem Bild sehen Sie, wie ein Dosimeter eben auch sehr landschaftlich gut eingepflegt in die Umgebung aussieht, platziert ist im Wald. Ja, und warum sage ich Ihnen das hier und zeige Ihnen das alles? Weil ich natürlich in dem Zusammenhang auch wieder eine Grafik dabei habe, die ich Ihnen zeigen möchte. Und zwar habe ich mich entschieden, Ihnen einfach mal den Jahresverlauf der Ortsdosis am Anlagenzaun und in der Umgebung einfach mal gegenüberzustellen und aufzuzeigen. Das sind zwei Linien, die Sie sehen. Die rote Linie ist der Mittelwert unserer Zaundosimeter und die bläuliche, dunkelbläuliche Linie ist der Wert eines Dosimeters an der Bahnlinie zwischen Wittbau und Großdenkte. Das ist die Bahnlinie, die vom Bahnhof Wendessen in Richtung Anlagengelände auch abzweigt. Und an der Bahnlinie haben wir eben auch einen Standort. Und Sie sehen im Prinzip diese beiden Verlaufskurven, die liegen ja nahezu auch übereinander. Und wir haben hier im Mittel wirklich sehr konstant seit 2009 eine Jahresdosis von ungefähr 0,8 Millisievert. Ja, und was heißt das überhaupt? Wie kann man diesen Wert 0,8 Millisievert einschätzen und bewerten? Da möchte ich Ihnen einfach mal die mittlere natürliche Strahlenexposition in Deutschland zeigen, anhand dieser Abbildung hier. Die natürliche Strahlenexposition ist ja eine Summe aus der terrestrischen Strahlung, also der vom Boden kommt, und der kosmischen Strahlung, also der Höhenstrahlung, aus dem Weltraum im Prinzip kommt. Die terrestrische Strahlung wird im Wesentlichen bedingt durch die natürlichen Isotope der Uran- und Thorium-Zerfallsreihe von Kalium-40 sowie auch von Radon. Und die kosmische Strahlenexposition ist bedingt im Wesentlichen durch eben geladene Protonen und Elektronen aus dem Weltraum. Und ja, Sie sehen anhand dieser Abbildung letztlich auch, dass der überwiegende Teil Deutschlands natürliche Strahlenexposition im Bereich so von 0,8 bis 1,2 Millisievert pro Jahr hat, aufweist. Und damit uns auch zeigt, dass die Messwerte, die an der Asse und in der Umgebung ermittelt werden, ja, sehr vergleichbar sind mit vielen anderen Regionen in Deutschland. Und letztlich auch dadurch, durch diese aktuell vorliegenden Werte, überhaupt keine Rückschlüsse gezogen werden kann, die auf den Betrieb der Anlage letztlich münden. Ja, dann komme ich zum Abschluss, zum Messprogramm der Personendosimetrie. Ja, im Rahmen dieser Personendosimetrie wird die äußere Strahlenexposition des Betriebspersonals ermittelt. Das erfolgt mit diesen dargestellten nichtamtlichen und amtlichen Dosimetern. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Dosimetertypen ist der, dass bedingt durch die technische Spezifikation des nichtamtlichen Dosimeters es möglich ist, jederzeit die erhaltene Strahlenexposition sofort auch zu sehen. Das sieht man durch so eine kleine LED-Anzeige, während das bei den amtlichen Dosimetern eben nicht möglich ist, technisch bedingt. Die werden nämlich am Ende des Monats eingesammelt und dann zur amtlichen Messstelle geschickt, die dann die Auswertung durchführt. Ja, und im Rahmen dieses Messprogrammes erfolgen eben knapp 60.000 nichtamtliche Messungen pro Jahr und 6.000 amtliche Messungen, also sehr hohe Zahlen. Ja, und wie kommen diese hohen Zahlen überhaupt zustande? Die 60.000 nichtamtlichen Messungen kommen zustande, weil natürlich technisch bedingt dieses Dosimeter so in der Lage ist, jede Befahrung auch individuell buchen zu können, auswerten zu können. Also der Bergmann, der in die Grube einfährt, der kann natürlich für jeden Tag individuell die erhaltene Strahlenexposition ermitteln. Und letztlich, auch wenn er dreimal am Tag einfährt, hat er halt dann drei Werte. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass wir eine sehr hohe Zahl fürs Jahr haben. Und bei den amtlichen Messungen ist es auch eine sehr hohe Zahl und die kommt dadurch zustande. Wir haben etwa 500 Mitarbeiter auf der Anlage, die der dosimetrischen Überwachung unterliegen. Und die Dosimeter werden einmal im Monat ausgewertet, das heißt dann aufs Jahr hochgerechnet 12 mal 500 und dann kommen wir auf eine sehr hohe Zahl wiederum von 6.000. Gut, so und auch hier habe ich noch zum Abschluss eine Grafik dabei und möchte Ihnen zunächst erstmal zeigen, wie sich der Personalstand entwickelt hat, welche in die personendosimetrische Überwachung aufgenommen wurden über die ganzen Jahre hinweg. Und da sehen Sie auch doch eine steigende Tendenz grundsätzlich erstmal.
Und ich finde, die korreliert sehr, sehr gut mit den immer weiter steigenden Aufgaben auch auf der Anlage, Untertage sowie Übertage. Und letztlich auch mit den immer weiter voranschreitenden auch Arbeiten für die Rückholung. Und ich habe mich nun hier entschieden, Ihnen in diese Grafik mal die Summe der Kollektivdosis auch zu zeigen und vorzustellen. Und möchte zunächst erstmal erläutern, was das ist, die Kollektivdosis. Die Summe der Kollektivdosis, das ist nichts anderes als die Summe der Strahlenexposition aller 500 Kollegen hinweg. Also die Summe aller Kollegen, die Summe der Exposition über alle Kollegen hinweg. Und da sehen Sie, das ist ein sehr, sehr niedriger Wert, der relativ konstant auch sich unterhalb von 0,2 Millisievert pro Jahr befindet. Und ja, um diesen Wert auch wieder bewerten zu können, um ihn einschätzen zu können, habe ich ihn einfach mal den Jahresgrenzwert einer beruflich exponierten Person nach dem Strahlenschutzgesetz auch hier aufgezeigt. Das sind 20 Millisievert, also ein vielfach höherer Wert. Und da sehen Sie, unsere Summe über alle Kollegen hinweg ist noch nicht mal ein Bruchteil von diesem gesetzlich vorgeschriebenen Wert. Und diese ja sehr geringe Strahlenexposition, die erreichen wir insbesondere auch durch eine sehr umfangreiche Vorbereitung und Organisation von eben Arbeiten unter Tage, die mit Expositionen verbunden sein können und stellen auf diese Weise sehr gut sicher, dass im Idealfall gar keine Expositionen, keine Strahlenbelastung auftreten, beziehungsweise die, die auftreten, minimiert werden, reduziert werden im Sinne auch der Strahlenschutzgrundsätze. So, und dann bin ich im Prinzip auch am Ende meines Vortrags angekommen und würde jetzt nochmal eine Zusammenfassung geben. Was für mich das Stichwort ist, nochmal zu fragen, ob es denn ja im Vorfeld Schätzungen gab, wie viele Strahlenschutzmessungen im Umfeld der Asse pro Jahr durchgeführt werden. Ich gucke mal in die Runde. Hat hier vor Ort jemand sich getraut, eine Zahl im Vorfeld aufzuschreiben? Ich sehe schüttelnde Gesichter. Wie sieht es denn im Internet aus, Anna? Hat sich da jemand getraut, eine Zahl zu nennen? Ein paar Leute haben sich tatsächlich getraut, mal mit Zahlen um sich zu werfen. Und zwar die niedrigste Zahl war 29. Wir haben jetzt auf den Folien gesehen, das ist ein bisschen zu niedrig. Die höchste Zahl lag bei 2374 und alles andere lag so in dem 100er-Bereich. Aber ich glaube, da sind wir weit von dem echten Wert entfernt. Aber das wird uns Herr Walter ja jetzt gleich mal erzählen. Ja, das mache ich gerne und stelle auch diesen Wert dar. Das sind nämlich etwa 72.000 Strahlenschutzmessungen pro Jahr, die durchgeführt werden. Im Rahmen eben dieser Messprogramme, die ich Ihnen gerade aufgezeigt habe, unter und über Tage. Ich habe Ihnen letztlich dadurch auch aufgezeigt, denke ich, dass wir durch diese sehr hohe Zahl von Messungen eine sehr intensive Strahlenschutzüberwachung der Anlage und des Personals sicherstellen. Ich habe Ihnen aufgezeigt, dass wir keine Ableitung von radioaktiven Stoffen in die Umgebung über die genehmigten Ableitgrenzwerte hinweg haben. Ich habe Ihnen aufgezeigt, dass die ermittelten Radioaktivitätswerte an der Asse und im Umfeld mit anderen Regionen auch in Deutschland durchaus vergleichbar sind. Und ich habe jetzt zum Ende hin aufgezeigt, dass die ermittelte Strahlenexposition des Betriebspersonals ja extrem weit unterhalb der zulässigen Grenzwerte sich befindet. Ja, und damit möchte ich den Vortrag auch abschließen. Und ich hoffe, Ihnen hat er ein wenig gefallen und ich würde dann auch im Nachgang natürlich bei Fragen ja, zur Verfügung stehen und Sie natürlich versuchen zu beantworten. Danke, Herr Walter, für den interessanten Vortrag. Wir kommen ja nachher zur Fragerunde. Ich würde vorschlagen, wir machen erst die Vorträge ja, hintereinander weg, hören uns die an. Ich möchte aber neben anderen Fragen, die ich nachher vielleicht auch noch stellen kann, noch eine Nachfrage konkret stellen. Und zwar das, was wir in dem Vortrag jetzt einfach nicht mehr aufnehmen konnten, war ein ja, meldepflichtiges Ereignis, was wir zuletzt hatten, was auch in ja, Ihren Zuständigkeitsbereich fällt. So passt es heute einfach auch gut in dieser Veranstaltung, das Ganze zu thematisieren. Herr Walter, was war denn das für ein meldepflichtiges Ereignis, was wir hatten? Ja, tatsächlich, wir haben in der letzten Woche ein meldepflichtiges Ereignis festgestellt. Ich habe das auch persönlich festgestellt im Rahmen der Auswertung von Unterlagen zu einer wiederkehrenden Prüfung. Inhaltlich geht es um Folgendes. Gemäß unserer Genehmigung führen wir und müssen wir verschiedene Strahlenschutzmessungen durchführen. Und es gibt da auch gewisse Anforderungen an die Messgeräte, die vorgeschrieben sind.
Und konkret geht es um Ortsdosis-Leistungsmessungen in der Umgebung mit geeichten Messgeräten. So ist die Vorgabe in unserer Genehmigung. Und ich habe eben bei der Auswertung von Unterlagen zu einer wiederkehrenden Prüfung an eben diesen Ortsdosis-Leistungsmessgeräten festgestellt, dass diese ja schon seit längerer Zeit nicht mehr in einem geeichten Zustand vorliegen. Und dann hab ich weiter recherchiert mit meinen Kollegen zusammen und wir haben dann festgestellt, dass in diesen vergangenen eben auch Wochen und Monaten mehrere Messungen durchgeführt wurden mit diesen nicht geeichten Geräten. Und das ist natürlich eine Abweichung von den Vorgaben unserer Genehmigung. Und das war natürlich dann auch meldepflichtig gegenüber unseren Behörden, was wir getan haben. Und wir haben in dem Rahmen der umfangreichen Auswertung und Aufarbeitung dieses Ereignisses dann auch geprüft, woran es lag, an welche Ursache hier letztlich für den Eintritt dieses Ereignisses eine Rolle gespielt hat. Und das Ergebnis ist ja schlicht einfach, dass es versäumt wurde, rechtzeitig daran zu denken, die Eichgültigkeit zu verlängern. Und da haben wir genau auch angesetzt an der Ursache und haben eine dann technische Maßnahme abgeleitet, die folgendermaßen aussieht. In unserer Datenbank, wo wir diese Messgeräte ja auch drin haben mit den relevanten Daten, haben wir ja eine Terminüberprüfung installiert, automatisch, also einprogrammiert. Und auf diese Weise werden wir frühzeitig zukünftig daran erinnert, technisch dann bedingt, erinnert, dass wir Geräte zur Eichung schicken müssen, sodass es solche Ereignisse wie letzte Woche dann nicht mehr geben wird. Ja, und wichtig auf jeden Fall ist auch noch in dem Zusammenhang, denke ich, zu sagen, dass resultierend aus diesem Ereignis zu keiner Zeit sowohl Mensch als auch Umwelt ja gefährdet war. Ja, danke, Herr Walter, für diese Einschätzung und für diese Ergänzung. Zu den meldepflichtigen Ereignissen veröffentlichen wir auch immer diese Meldedokumente. Die finden Sie bei uns auf der Internetseite unter ASSE, wesentliche Unterlagen und dann meldepflichtige Ereignisse. So wird es sicherlich auch in diesem Fall wieder sein, sodass Sie dann dort das Originaldokument, das Fachdokument auch finden können und entsprechend dort nochmal diesen Vorgang nochmal nachlesen können und auch die Maßnahmen, die wir abgeleitet haben, die Herr Walter jetzt geschildert hat. Herr Walter, eine abschließende Frage zu Ihrem Vortrag. Sie haben das Messprogramm dargestellt, was wir messen, welche Messergebnisse wir messen. Sie haben auch dargestellt, dass wir zum Beispiel bei den Grubenwettern diesen Peak hatten aufgrund der Arbeiten am Schacht, der reduzierten Leistung des Hauptgrubenlüfters. Und ich könnte ja jetzt die Vermutung anstellen, das ist eine Frage, die wir häufiger auch gestellt bekommen haben. Ja, wenn Sie irgendwas messen, dann sagen Sie es einfach keinem und dann kriegt das auch keiner mit. Sie messen ja selber. Wie werden denn die Ergebnisse, die Sie ermitteln, überprüft? Gibt es da irgendwelche Kontrollinstanzen? Wer schaut uns auf die Finger? Ja, richtig. Messen ist wichtig, aber Kontrolle ist noch wichtiger. Und deswegen ist es, denke ich, auch sehr richtig und sehr, sehr wichtig, dass die radiologischen Messungen des Betreibers auch ständig überprüft werden. Und da gibt es tatsächlich diverse auch Messprogramme, die da durchgeführt werden. Das ist unter anderem auch das Messprogramm der atomrechtlichen Aufsicht des BASE, die im Prinzip auch eigene Messungen durchführt und auf diese Weise unsere Messung auch überprüft und hinterfragt. Und daneben gibt es ja dann auch schon seit einigen Jahren das Messprogramm der zusätzlichen Umgebungsüberwachung, was schon vor vielen Jahren hier eingeführt wurde für die Landwirte und die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, wo letztlich auch der Radioaktivitätsinhalt überprüft wird. Und seit dem Sommer letzten Jahres gibt es ja die Bürgermessstelle in Remlingen, wo ja jeder Bürger, der interessiert ist, auch eigene Proben hinbringen kann und sie auswerten lassen kann unter fachlicher Anleitung. Ja, und zu diesen beiden Messprogrammen, die ich zum Ende gerade erwähnt habe, werden Sie auch heute auch noch finde ich, interessante Vorträge hören. Das ist das Stichwort, Herr Walter. Ich schlage vor, dass wir uns dann dem Vortrag widmen zu diesem ergänzenden Messprogramm von der Agrolab Lufer GmbH aus Kiel. Und da ist heute der Herr Gosch zu uns gekommen. Aus Kiel hat es glücklicherweise pünktlich geschafft. Wir hatten so ein bisschen Sorge, wie die Verkehrsverbindung von dort oben ist. Das kann ja auch mal Schwierigkeiten geben, aber er hat es pünktlich geschafft. Und von daher, Herr Gosch, stellen Sie uns doch einmal dieses ergänzende Messprogramm, was Sie machen, was Herr Walter kurz schon eingeführt hat, bitte einmal vor. Ja, vielen Dank, Herr Ehrlich, für die Einladung hierher und dass ich dir das präsentieren kann.
Ich bin gut durchgekommen von Kiel hier. Hamburg ist ja immer so eine knifflige Stelle, aber das hat ganz gut geklappt. Und da war ich auch pünktlich hier. Ja, mein Name ist Klaus Gosch. Ich arbeite bei der Acrolab Luffa GmbH. Wir führen seit 2012 schon dieses unabhängige Messprogramm durch. Dieses Messprogramm wurde damals mal initiiert. Ich meine, das war vom Landvolk Niedersachsen und der Landwirtschaftskammer und zusammen mit der Bürgerinitiative. Schon ein bisschen her, war 2012 haben wir dieses Messprogramm übernommen. Kern und Ziel dieses Messprogramms ist es, dass unabhängig von der damals BFS noch oder von der BGE ein Probenuntersuchungsprogramm durchgeführt wird, wo die Untersuchungsergebnisse ausschließlich den Probegebern zur Verfügung gestellt werden und auch die Probengeber im Prinzip anonym bleiben. Das BGE kriegt im Prinzip einen Jahresbericht am Ende, beziehungsweise im Folgejahr wird ein Jahresbericht erstellt und wird im Prinzip eine Zusammenfassung dieses Messprogramms wird dort dann übermittelt. Die Probengeber bekommen Einzeluntersuchungsberichte ihrer Proben, die sie uns überlassen, beziehungsweise die von unserem Probenehmer dann im Rahmen dieses Programmes gezogen werden. Und zusätzlich zu diesen Untersuchungsergebnissen kriegen sie noch eine sogenannte weiterführende Information, wo wir jedes Jahr eine kleine Auswertung machen und diese Auswertung im Prinzip mit den Prüfberichten zusammen an die Probengeber versenden. Ja, ich würde folgendermaßen jetzt vorgehen. Ich würde erstmal ganz kurz noch unser Institut vorstellen und nochmal kurz ein paar Bilder zeigen von unserer Messstelle. Die Acrolab, kann ich das hier starten oder? Ah ja. Die Acrolab Luffa GmbH ist ein Untersuchungsinstitut, das viele Futtermitteluntersuchungen macht, viele Lebensmitteluntersuchungen, aber auch als Landesmessstelle für Umweltradioaktivität aktiv ist. Diese Landesmessstelle für Umweltradioaktivität ist eine Landesmessstelle des Landes Schleswig-Holstein und wir haben vom Ministerium die Aufgabe übertragen bekommen, hier praktisch im Rahmen der des Strahlenschutzvorsorgegesetzes die normalen IMIS-Untersuchungen durchzuführen. Und seit 2012 machen wir jetzt auch dieses unabhängige Messprogramm. Wir haben uns damals beworben auf eine Ausschreibung und haben dann diese Ausschreibung bekommen. Und ich kann Ihnen sagen, die BGE hat jetzt das Programm, eigentlich ist das Programm 2021 ausgelaufen, aber die BGE hat das neu ausgeschrieben für die kommenden 3 Jahre. Und wir haben auch für die kommenden 3 Jahre, also 2022 bis 2025, jetzt wieder die Durchführung dieses Messprogramms bekommen. Ja, die Luffa hatte ich ja schon gesagt. Schwerpunkt ist bei uns Lebensmittelanalytik, aber natürlich auch Bestimmung von Radionukliden. Wir sind seit 35 Jahren Landesmessstelle gemäß Strahlenschutzvorsorgegesetz. Wir haben für diese Radioaktivitätsmessung auch eine Akkreditierung nach DIN ISO 17025. Vom DAX. Das ist sehr wichtig, im Prinzip auch öffentliche Aufträge, die wir ja auch zum Teil bekommen, die setzen voraus, dass wir dort eine ISO-Akkreditierung haben. Ja, dadurch, dass wir natürlich ein großes Lebensmittellabor sind, haben wir auch eine sehr gute Ausstattung für die Probenvorbereitung. Wir machen sehr viele Lebensmittelproben, müssen die natürlich zerkleinern und homogenisieren. Das kommt uns natürlich für die Messung der Umweltradioaktivität bzw. der Radioaktivität in diesen Proben sehr zugute. Ich gehe das mal kurz durch. Wir haben also große Veraschungsräume bzw. Kammer- und Muffelöfen. Wir machen auch Bodenproben im Rahmen der Strahlenschutzvorsorge, können die natürlich dann auch trocknen und zerkleinern, mischen. Wir haben eine große Wasserprobenvorbereitung. Beim Wasser ist es so, um vernünftige Nachweisgrenzen zu bekommen im Rahmen der Radioaktivitätsmessung, müssen Sie viel Wasser einengen, eindampfen.
Da haben wir große Eindampfanlagen, wo wir im Prinzip manchmal 200 Liter bis auf 1 Liter eindampfen, um vernünftige Nachweisgrenzen zu bekommen. Wir haben für die Gamma-Messung, für die Gamma-Nukleide haben wir im Moment 6 Messplätze und einen Ultralow-Messplatz haben wir noch dazu bekommen. Und wir messen standardmäßig die Gamma-Aktivitäten von Cobalt 60, Cäsium 134, 137, Kalium 40 und Blei 210. Wir haben zusätzlich natürlich auch noch einen Alpha-Messplatz für die Alpha-Nuklide, für die Alpha-Strahler. Wir haben auch für die Beta-Strahler, spreche ich von Strontium 90, Strontium 89. Und dort haben wir im Moment 3 LSC-Messgeräte. Das ist im Moment der Start-of, das ist im Moment so das modernste, was es da an Messtechnik gibt. Haben wir seit ein paar Jahren sehr gute Erfahrungen damit gemacht und können praktisch eine große Zahl von Messungen dann auch zeitnah durchführen. Zusätzlich haben wir auch noch in situ Gamma-Spektroskopie, machen wir auch noch in situ Gamma-Spektrometrie, ist hier natürlich nicht relevant jetzt für die Asse. Damit können wir rausfahren und vor Ort auch direkt Aktivitätsmessungen machen. Ja, jetzt komme ich nochmal zum Probenahmekonzept, das wir hier jetzt als unabhängige Messstelle ausführen. Da haben wir verschiedene Umweltmatrizes, die wir in dem Programm haben. Und zwar das Programm ist ja darauf ausgerichtet, dass die Personen bzw. die Probengeber, die uns die Proben geben, sie wollen im Prinzip Sicherheit auch unter anderem für ihre Produkte haben. Das heißt, sie wollen sicher sein, dass in dem Boden, wo sie im Prinzip Früchte oder Getreide oder sowas anbauen, dass dort die Aktivität sich im normalen Rahmen verhält. Genauso geht es bei den, dann kommen wir zu den Ernteprodukten, da ist dann Gras dabei, da ist Mais dabei, Raps, Zuckerrüben, Getreide, Milch. Dann kommen wir zum großen Bereich der Gemüseproben. Da haben wir sehr viele unterschiedliche Gemüsearten, je nachdem, was unsere Probengeber uns dann da zur Verfügung stellen. Wir haben auch Laub und Nadeln im Programm. Das heißt, wir machen also auch Nadelproben und gehen hier in die umgebenden Wälder und holen dort Laubproben. Dann haben wir die Wasserproben. Wir untersuchen sehr viele Oberflächenwasserproben in diesem Programm. Und wir haben auch noch einen ganz kleinen Bereich, und zwar Waldmeister. Holen wir hier auch aus den Wäldern. Meistens sind es so 4 bis 5 Proben im Jahr, die wir dann zusammen sammeln können, weil unser Probennehmer, der hier auch aus der Gegend kommt, einige kennen ihn vielleicht, Herrn Dege, der schon seit über 10 Jahren hier die Probenahme durchführt, der kennt gewisse Stellen, wo er dann im Prinzip auch diese Sonderfrüchte dann hat und bekommt. Die Proben selber, die Probengeber selber wechseln manchmal, weil es kommen manchmal neue dazu. Er fährt durch die Gegend und er wird angesprochen, ja, können Sie nicht hier meine Probe auch mitnehmen? Ich habe hier noch Rhabarber oder ich habe hier noch einen großen Kürbis. Und das nehmen wir dann natürlich mit rein. Aber überwiegend sind es immer die gleichen Probengeber. Es sind Landwirte, wo wir dann auch versuchen, immer an den gleichen Stellen die Proben zu nehmen, jedes Jahr wieder. Aber so 4 bis 5 Probengeber wechseln ungefähr jedes Jahr. Wir haben in 2021 36 unterschiedliche Probengeber hier in der Region gehabt. Nur mal, dass Sie von der Größenordnung her das so einordnen können. In 2021 waren es insgesamt für das ASSE-Programm 188 Proben, die wir eingesammelt haben. Hier habe ich Ihnen mal so aufgezeigt, wo ungefähr so diese Probenahmepunkte sind. Sie sehen da 2 Radien in dem Bild. Der äußere Radius ist also ein 10 Kilometer Radius um die Asse und der innere 5 Kilometer
Radius. Und wir haben also dann auch in der Vorgabe mitbekommen, dass wir uns möglichst im 10 Kilometer Radius um die Asse herum mit den Probenahmen bewegen. Hier haben wir die Punkte, hier haben wir die Bodenprobenpunkte. Sie sehen, in der Mitte ist immer exakt die Asseanlage von diesen Bildern. Hier haben wir die Milchproben, ist ein bisschen schlecht erkennbar. Das sind die gelben Punkte. Bei den Milchproben ist es natürlich so, es gibt nicht mehr viele Milcherzeuger hier in der Region. Und da fällt dann auch mal die ein oder andere Probenahmestelle dann weg. Hier haben wir die Punkte der Ernte-, Gemüse- und Obstproben. Das sind dann die meisten. Und hier haben wir die Punkte der Wasserproben, der Oberflächenwasserproben, die wir hier nehmen. Das ist oftmals so aus Oberflächengräben oder aus Drainage und so, wo dann im Prinzip eine Wasserprobe gezogen wird. Und hier habe ich noch mal ganz kurz die Waldmeisterproben. Also die liegen hier im Prinzip auf dem Asselrücken, die Probenahmestellen. Ja, ich habe Ihnen jetzt noch mal einen Auszug hier aus einem Prüfbericht mitgebracht. Dieser Auszug ist an einigen Stellen geschwärzt. Und zwar liegt es daran, dass da stehen natürlich die Echtdaten des Probegebers drin. Und die wollte ich jetzt hier nicht preisgeben. Und hier haben wir jetzt mal einen Prüfbericht für eine Untersuchung einer Bodenprobe. Sie sehen, dass wir hier Kobalt 60, Cäsium 134, 137, Kalium 40, Blei 210 und auch den Bitterstrahler Strontium 90 untersucht haben. Wir haben bei den Nukliden Cäsium 137 einen Wert gefunden, 5,73 Becquerel pro Kilogramm Boden ist das. Und wir haben einen Kaliumwert gefunden, Kalium 40 mit 545 Becquerel. Und wir haben in dieser Probe auch ein etwas Strontium gefunden mit 0,76 Becquerel pro Kilogramm in der Trockenmasse. Dazu kann man sagen, Kalium 40 ist klar, Kalium ist im Boden drin. Jeder hat Kalium im Körper, jeder hat da eine gewisse Aktivität im Körper. Brauchen wir nicht drüber reden. Beim Cäsium 137 mit 5,72 Becquerel, das ist ein durchaus normaler Wert. Also wenn wir Oberboden beproben, was wir ja auch in Schleswig-Holstein machen wir sehr viele Proben. Und man kann auch in den IMIS-Jahresberichten dann nachlesen, dass also die Cäsium-137-Belastung im Oberboden immer noch messbar ist. Und zwar die Cäsium-137-Belastung kommt aus den Kernwaffenversuchen der 60er, 50er, 60er, 70er Jahre und zum Teil auch noch aus dem Fallout des Nuklearunfalls 1986 aus Tschernobyl. Und das ist wirklich immer noch zu messen. Genauso sieht es aus mit dem Strontium 90, das stammt auch daher. Cäsium 137 hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren, oder 32 Jahren exakt. Das heißt, Tschernobyl ist ja 1986 gewesen, das heißt, wir haben im Prinzip schon eine Halbwertszeit rum. Und wir werden sicherlich wenn nichts dazwischen kommt, werden wir sicherlich in 10, 20 Jahren vielleicht sogar unter der Nachweisgrenze dann in dem Oberboden liegen. Ja, das ist, habe ich nochmal eine kleine Tabelle hier angehängt. Das ist die Auswertung von 2021. Wir sehen hier in der ersten Spalte wieder die Matrizes und wir sehen in der zweiten Spalte die Anzahl, in der dritten Spalte die Einheit und so weiter und dann kommen die Nukleide. Hier sehen wir, dass in ganz vielen Spalten und in ganz vielen Punkten steht NN. Das heißt, hier haben wir in allen Proben nichts nachgewiesen. In den Proben, wo wir, oder beziehungsweise lag überall
die Messung unter der Nachweisgrenze. Wir sehen auch, dass wir dort einige Zahlen in Klammern haben. Das, diese Zahl in Klammern bedeutet, dass in diesem, nehmen wir mal die erste Zeile, die Boden, im Bodenbereich, da haben wir zum Beispiel bei Cäsium-137 einen Durchschnittswert von 5,9 und keine Klammer mit einer Zahl dahinter. Das heißt, wir haben in allen Bodenproben, die wir jetzt hier untersucht haben, auch Cäsium-137 nachgewiesen. Bei Blei-210 haben wir nur in 5 Bodenproben nachgewiesen von 24 und Strontium-90 haben wir nur in 19 Bodenproben nachgewiesen von 22. Die Anzahl in Klammern bei der zweiten Spalte ist die Anzahl der Strontium-90-Messungen, die wir durchgeführt haben. Wir haben nicht bei allen Proben alle Strontium-90-Messungen durchgeführt. Das ist so vom Programm her auch vorgesehen, dass das nicht alle Proben auf Beta-Strahler Strontium-90 untersucht werden. Ja, dies ist nochmal, ich glaube, da sind zu viele Zahlen drauf. Wir wollen den Vortrag ja im Nachgang veröffentlichen auf der Internetseite. Ja. Ich würde auch so ein bisschen mit Blick auf die Uhr gucken, dass wir den Vortrag langsam abschließen. Aber ich wollte nur noch mal kurz zu dieser Folie sagen. Hier habe ich mal die Zahlen nebeneinander gestellt. Bei den Nukleiden, wo wir auch wirklich was nachgewiesen haben, wie sich die Aktivitäten von 2019 über 2020 in 2021 darstellen. Wir gehen wieder in die erste Zeile beim Boden. Da sehen wir, dass zum Beispiel beim Cäsium 137 haben wir in 2020 5,8, in 2019 6,3 Becquerel gehabt im Schnitt und in 2020 5,8 und jetzt in 2021 5,9. Das ist statistisch eigentlich gleich. Das kann man jetzt nicht sagen, ja, warum ist denn im Prinzip von 2020 auf 2021 0,1 Becquerel mehr drin im Boden? Also das gibt die Messung bzw. die Statistik dann nicht her, dass hier auch aktiv eine Senkung sieht durch die Halbwertszeit. Ja, wie gesagt, wenn der Vortrag wird ja nochmal, kann sich jeder nochmal angucken, genau. Denke ich mal. Ne? So, in den kommenden Tagen gibt es nochmal einen Nachbericht zu der heutigen Veranstaltung und da werden wir dann den Vortrag auch verlinken, sodass da jeder nochmal detailliert in diese Tabellen reinschauen kann. Die Erklärung, wie man sie lesen muss, haben sie ja mitgeliefert. Ja. Und von daher glaube ich, ist das ganz gut. Ja. Hier hatte ich nur noch mal kurz, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass das Untersuchungsprogramm, das jetzige von 2021 eigentlich abgeschlossen ist, aber dass es im Prinzip von der BGE neu aufgelegt wurde und dass die jetzige Bestellung für den Zeitraum 2022 bis 2025 erfolgt ist und das führen wir auch gerne weiter durch. Ja, vielen Dank. Falls noch Fragen sind, gerne. Herr Gosch, danke schön auch für diesen interessanten Vortrag. Ich habe mir auch schon wieder ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich so hätte. Mit Blick auf die Uhr würde ich aber vorschlagen, dass wir die dann vielleicht auch mit in die Fragerunde mit reinnehmen und dass wir jetzt Herrn Dr. Schulz die Möglichkeit geben, uns die Bürgermessstelle in Remlingen vorzustellen. Und wir haben heute, für die heute nicht hier sind, halt einen Tisch, den sich ein Teil der Referenten teilen muss. Deswegen warten wir kurz, bis der Platzwechsel stattgefunden hat. Und wie gesagt, Dr. Schulz von der Universität Hannover betreibt in Remlingen eine Bürgermessstelle in einem Forschungsnetzwerk am Ende. Und ich danke, dass Sie heute den Weg hierher gefunden haben und uns einmal diese Bürgermessstelle in Remlingen näher bringen können. Ja, ich bedanke mich sehr für die Einladung, dass ich das hier machen kann. Und ich will die Gelegenheit gerne nutzen, für das Werbung zu machen, was wir da machen. Und auch vor allem den Fokus darauf zu legen, was wir eigentlich machen, was vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so gemacht wurde, wie es sich beispielsweise die Bürger vor Ort wünschen. Und warum aus unserer Sicht es auch vielleicht
Sinn macht, bestimmte Aspekte des Strahlenschutzes nochmal neu zu denken und auch nochmal neu aus der Sicht der Bevölkerung zu denken. Wir, jetzt musste ich vielleicht nochmal zu der ersten Folie kommen. Wir, also zunächst mal zu meiner Person, ich wurde ja schon nett vorgestellt, mein Name ist Wolfgang Schulz, ich komme vom Institut für Radioökologie und Strahlenschutz. Da bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich bin eigentlich von Haus aus Chemiker, analytischer Chemiker. Ich habe mich dann irgendwann auf Radioanalytik spezialisiert, insbesondere in meiner Promotion. Und nach Abschluss der Promotion bin ich in einem, wie ich finde, sehr spannenden Forschungsprojekt gelandet, das ich nur ganz gering anreißen will heute, weil ich möchte mich auf einen Teil dieses großen Forschungsprojektes beziehen, der sich eben genau hier mit dieser Bürgermeisterstelle befasst. Trotzdem ganz kurz, was ist das für ein Forschungsprojekt, in dem ich arbeite? Das Forschungsprojekt heißt Transens und in diesem Forschungsprojekt geht es eigentlich erstmalig in Deutschland darum, sogenannte transdisziplinäre, ein noch relativ neues Wort, sage ich jetzt mal, transdisziplinäre Begleitforschung im Endlagerprozess zu machen. Transdisziplinär bedeutet, wir wollen Forschung betreiben, nicht nur die Aufnahme von dieser Forschung in der Bevölkerung oder den Wert für die Bevölkerung, sondern wir wollen diese Forschung, so gut es geht, mit der Bevölkerung von Anfang an zusammen gestalten und auch unsere Forschungsfragen gemeinsam mit der Bevölkerung entwickeln und vorantreiben. Und vor diesem Hintergrund ist das, was wir hier machen, eben auch, würde ich schon sagen, was sehr anderes als das, was der Betreiber macht und auch das Messangebot, was uns eben vorgestellt wurde. Wir haben sozusagen einen ganz anderen Ansatz und Fokus mit dem, was wir machen wollen. Und das würde ich heute gerne vorstellen. Kurz zu dem Hintergrund, wer das Ganze finanziert, da sehen Sie auf den Folien unsere Geldgeber. Wir sind ein großes Forschungsprojekt, von dem ich Ihnen heute nur einen sehr kleinen Ausschnitt zeigen will. Und wir werden finanziert ursprünglich vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und von der Volkswagen-Stiftung und dem Land Niedersachsen. Und ich würde Sie bitten, wenn Sie sich für das Thema interessieren, Einbezug von Bevölkerung in Forschung, gerade in diesem doch sehr kontroversen Gebiet, was sich mit Radioaktivität im Allgemeinen, mit Endlagerung im Speziellen beschäftigt, schauen Sie mal auf www.transens.de, da werden Sie viel mehr finden als das, was ich Ihnen heute sagen kann. Jetzt soll es im folgenden Vortrag nicht mehr um dieses große Projekt gehen, sondern nur um das kleine Projekt in diesem großen Projekt, das ich sozusagen betreue. Und das ist die Bürgermessstelle, die wir hier in Remmling gerne einrichten wollen und etablieren wollen. Und zunächst einmal komme ich vielleicht darauf, wo diese Idee herkommt. Warum wir meinen, dass das eine gute Idee ist, was wir machen. Und das ist eine Idee, die ist ein bisschen älter als das Projekt Transens. Die ist auch wesentlich älter, als ich überhaupt im Strahlenschutz tätig bin. Die kommt aber auch aus unserem Haus, vom IAS in Hannover. Und ich habe hier mal eine Publikation angehängt, wo das schon mal beschrieben wurde im Jahr 2014 von einem Kollegen von mir, Herrn Dr. Fahlbruch, der hatte seinerzeit eigentlich in Diskussionen auch sowohl bei uns im Haus als auch mit Kollegen aus dem Strahlenschutz natürlich immer wieder sich mit der Frage beschäftigt, was läuft eigentlich schief in der Kommunikation von der Überwachung und in der Kommunikation von Strahlenbelastungen in der Umwelt zwischen den verschiedenen Akteuren und warum gibt es so ein großes Misstrauen seitens der Bevölkerung und ich möchte auch sagen, so ein großes Misstrauen untereinander. Und da gibt es sicherlich viele Gründe und einige davon sind historisch. Die werde ich heute sicherlich nicht alle aufzeigen. Ich möchte aber darauf eingehen, was sozusagen der Tenor dieser Überlegungen damals war. Und der Tenor war, wahrscheinlich ist es sinnvoller, die Bürgerinnen und Bürger stärker einzubeziehen in diese Messungen und ihnen einen direkteren Zugang und eine direktere Möglichkeit zu geben, auch einen Impuls und eine echte Teilhabe an diesen Themen zu haben. Denn wenn es um das Thema Verständnis dieser Messwerte geht, dann ist die Bevölkerung häufig eben total angewiesen auf das, was ihr präsentiert wird und kann das häufig nicht nachvollziehen. Und das führt natürlich zu Frust und das führt zu vielen Fehlkommunikationen auf allen Seiten. Daher war damals die Idee, man müsste eigentlich eine Möglichkeit schaffen, die Bürger möglichst gut selbst zu befähigen, Messungen durchzuführen, um sie da auch unabhängiger und ein bisschen waffengleicher zu machen mit dem, was angeboten wird. Und dafür gab es ein schönes Beispiel, das habe ich Ihnen hier mitgebracht. Das ist auch ein bisschen Motivation für das, was wir hier jetzt machen. Das ist das Community Environmental Monitoring Program aus den USA.
Da hat man schon in den 80er Jahren sowas im Grunde genommen gemacht, was ich Ihnen gerade erzählt habe, nämlich man hat versucht, Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu befähigen, möglichst selbst Daten zu erheben, die auch sinnvoll zu interpretieren. Das ist ein schwieriges Feld und wie wir uns das vorstellen, dazu werde ich in den nächsten Folien kommen. Zunächst mal ist es dann, nachdem es jahrelang nicht gelungen ist, auf Forschungsebene, also in der Forschungsförderlandschaft, eine Förderung für so ein Projekt zu bekommen, ist es uns, unserem Haus letzten Endes gelungen, eine Förderung für genau so ein Projekt zu bekommen, nämlich im Rahmen dieses Projektes Transens, was ich eben schon mal erwähnt hatte. Viele Versuche vorher, das zu schaffen, sind einfach gescheitert. Man braucht für so ein Vorhaben eine Finanzierung, die muss unabhängig und gesichert sein. Und über das Projekt Transens haben wir das jetzt realisiert und da sind wir sehr froh, denn das Projekt bezahlt uns hier vor Ort sowohl die Gerätschaften als auch die Personen, die sozusagen diese Bürgermessstelle begleiten. Ich weiß nicht, ob Sie es auf der vorherigen Folie gesehen haben. Auch in den USA ist es so, dass es neben dem, was die Bürger machen können, immer eine unabhängig finanzierte wissenschaftliche Begleitung gibt. Und das hat damit zu tun, dass die Thematik so komplex ist, dass Bürgerinnen und Bürger ohne fachliche Expertise eigentlich keine Chance haben, sozusagen auf Augenhöhe die Werte, die da produziert werden, auch zu interpretieren und dann auch nach außen zu kommunizieren. Und man kann, das, was ich Ihnen heute erzähle, ist im Grunde genommen, dass es ganz einfach ist, Radioaktivität zu messen. Das stimmt, aber es ist überhaupt nicht einfach, die richtig zu interpretieren. Und da ist es auch aus unserer Sicht einfach notwendig, wenn man sowas machen will, wie wir das machen wollen, dass man den Bürgern auch eine Möglichkeit bietet, sich da begleitend wissenschaftlich informieren zu lassen. Und während dieser Projektlaufzeit Transens stehen wir vom Institut für Radioökologie und Strahlenschutz dafür zur Verfügung. Das Projekt hat aber ein Ende, wie das bei all diesen wissenschaftlichen Forschungsprojekten ist. Wir haben eine Finanzierung für eine gewisse Laufzeit, die geht jetzt so bis 2024. So lange bin ich sozusagen, oder wenn es mich mal nicht mehr gibt, eine andere Person aus unserem Haus vor Ort. Und wir helfen dabei, die Messfragen sozusagen richtig zu stellen und die Messergebnisse richtig zu interpretieren, sodass man auch auf einem wissenschaftlich fundierten Niveau diese Messungen dann kommunizieren kann und durchführen kann. Das ist nicht ganz trivial. Und wir sind auch der Meinung, wenn es Transens irgendwann mal nicht mehr gibt, wäre es toll, wenn diese Messstelle hier vor Ort weitergeführt werden könnte. Da gibt es noch keine Planung zu, wie das läuft. Wir sind jetzt in der Phase, wir haben quasi die Messstelle aufgebaut und beginnen jetzt den Betrieb und versuchen eigentlich im Moment hauptsächlich herauszubekommen, was interessiert eigentlich die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, wer ist vor Ort eigentlich interessiert, Messungen möglicherweise mit uns selbst durchzuführen und was für Messungen sind das. Darüber hinaus sind alle Geräte, die wir hier anschaffen und alles das, was wir sozusagen etablieren, von vornherein so angelegt von der Finanzierung, dass es hier verbleiben kann. Also das Messgerät, was ich Ihnen gleich zeige, was das teuerste Messequipment ist, was wir haben, das ist in der Antragstellung und in der Genehmigung so, dass wir das hier vor Ort lassen können, wenn das Projekt zu Ende ist. Und wir hoffen, dass wir in der späteren Laufzeit da zu einer Verstetigung eigentlich beitragen und führen können. Denn aus unserer Sicht wäre das eben eine Säule, die unter Umständen zu einer besseren Kommunikation auch von solchen Ergebnissen führen kann. Ja, als wir uns überlegt haben, als transdisziplinäres Projekt, wir wollen die Bevölkerung einbeziehen, da haben wir sehr lange über der Frage nachgesinnt, wer ist eigentlich die Bevölkerung? Und wenn Sie da mal so drüber nachdenken, werden Sie feststellen, die Antwort ist ganz einfach. Es sind alle irgendwie, die hier wohnen. Und die ist aber auch ganz schwierig, weil das sind ganz unterschiedliche Leute, die haben ganz unterschiedliche Interessen. Und die wollen auch was ganz Unterschiedliches von uns. Und unser Ansatz ist natürlich gewesen, wenn so eine Messstelle Erfolg haben soll, dann muss sie offen sein für alle mit ihren sehr unterschiedlichen Interessen. Sie muss aber vor allem auch unabhängig sein. Und da haben wir uns also zunächst mal hingesetzt und überlegt, wer ist eigentlich interessiert vielleicht aus unserer Sicht? Das ist sozusagen eine ganz vereinfachte Vision, die wir mal am Anfang des Projektes hatten. Die Wirklichkeit stellt sich sozusagen jetzt erst ein, während wir dieses Projekt durchführen. Und das war das, was wir uns damals so überlegt hatten. So könnten wir uns das vorstellen, hier so eine Messstelle zu etablieren. Und da haben wir eben ein paar Player, die sind da im inneren Kasten.
die insbesondere eben die lokale Bevölkerung meinen. Und in dieser lokalen Bevölkerung gibt es natürlich Gruppen, von denen wir auch sehen, sie haben eine besondere Funktion und die wollen wir auch einbeziehen in ihrer besonderen Funktion, beispielsweise die Kommunen, beispielsweise die A2B, beispielsweise aber auch die Bürgerinitiativen. Und das ist uns auch ganz wichtig, wir haben von unserer projektinternen Begleitgruppe, wir haben im Projekt dran sind es eine Bürgerbegleitgruppe, wir haben von der von vornherein mitbekommen, dass ein Ziel unserer Arbeit auch sein soll, Schulen vor Ort in dieses Projekt einzubeziehen und einzuladen, bei uns mitzumachen. Und das möchte ich auch an der Stelle gerne tun. Wir haben uns auch viel Gedanken darüber gemacht, was mit Stakeholdern beispielsweise wie der BGE, wo ich heute freundlicherweise zu Gast sein darf, wie das mit denen ist. Und da sehen wir ganz klar, dass die natürlich auch aus unserer Sicht berechtigtes Interesse daran haben, dass wir sie informieren über das, was wir tun. Wir konsultieren sie aber nicht. Das heißt, uns ist letzten Endes an der Meinung gelegen von der Bevölkerung vor Ort, weil wir rausfinden wollen, was die Bevölkerung vor Ort interessiert. Und das ist eben nicht unbedingt das, was die BGE interessiert. Und da sehen wir auch den Unterschied zu den Messprogrammen, die bis jetzt hier vorgestellt wurden. So, ich mache es jetzt ganz kurz, weil ich glaube, ich habe schon viel zu viel geredet. Ich habe jetzt nur ganz kurze Beispiele, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, was man eigentlich bei uns messen kann. Wir haben als Herzstück unseres Messparks ein Gammaspektrometer, ein hochauflösendes, das kann eine ganze Menge messen an Radionukliden und es kann vor allem und ist vor allem die Wahl gewesen an Messequipment für uns, weil es das einzige Verfahren ist, womit wir eine hohe Nachweismacht haben, sowohl an Aktivität als auch an Anzahl von Nukliden, die wir nachmessen können, wo wir davon ausgehen können, dass ein Laie, also jemand, der noch nie mit Radioaktivität zu tun hatte, eigentlich grundsätzlich in der Lage ist, eine Messprobe selbstständig herzustellen und mit uns die Messprobe selbstständig auf den Detektor zu stellen. Denn man muss für so eine Gamma-Messung kaum Probenvorbereitung machen. Ich habe hier so ein paar Eckpunkte hingeschrieben. Eigentlich muss man es nur auf den Detektor bekommen, dann können wir es messen. Wenn wir Aktivitäten messen wollen, wie wir es eben auch im Vortrag von der LUFA gehört haben, dann braucht man eine definierte Geometrie, dann hat man ein paar Einschränkungen, dann muss die Probe beispielsweise schüttbar sein. Sie muss eben in solche vorgefertigten Geometrien, wie Sie sie hier sehen, reinpassen. Und das war es dann aber auch. Damit können wir alle möglichen Umweltmedien auf eine große Vielzahl von Radionukliden untersuchen. Wenn Sie bei uns auf der Seite vorbeischauen, sehen Sie auch eine Übersicht, was man damit messen kann und was man damit nicht messen kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie die einfach sich mal anschauen und sich da weiter informieren. Ich glaube, ich bin in der Zeit noch ganz gut oder bin ich schon ganz schlecht? Ich glaube, wir sind insgesamt schon ganz schlecht, ehrlich gesagt. Aber stellen Sie es doch kurz vor. Besten gleich, wo man sie findet. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Fragerunde. Aber so ist es manchmal in der Vorbereitung. Wir haben ja sehr genau auch über die Länge der Vorträge diskutiert. Und dann kommt man von einem ins andere. Von daher, ich habe auch das Wichtigste schon gesagt. Hier sind nur noch mal ein paar Beispiele, wie so eine Probenvorbereitung aussieht und warum die sehr einfach ist. Man muss die Dinge trocknen und in sein Gefäß einigermaßen reinbekommen. Dann kann das auf den Detektor. Was mir noch wichtig ist zu sagen, wir möchten, dass Proben, die bei uns gemessen werden, nach Möglichkeit veröffentlicht werden. Und zwar anonymisiert, niemand wird da mit Namen auftauchen, aber schon mit einer gewissen Zuordnung, was den Ort angeht. Nicht Garten XY, aber schon aus Remlingen, aus der Umgebung. Das kann relativ allgemein gehalten sein, aber wir wollen eigentlich die Daten, die wir produzieren, auch öffentlich zugänglich machen. Und da ist das Wichtigste eigentlich, was mein Forschungsprojekt ausmacht, die Frage, wie eigentlich so ein Messbericht aussehen sollte, der tatsächlich für Laien ist. Da gibt es natürlich richtige und wichtige fachliche Definitionen, wie sowas auszusehen hat. Die richten sich aber nicht unbedingt an der Bevölkerung und den Laien aus. Und eigentlich ist unser Ziel herauszubekommen, wie muss man das eigentlich machen, um auch Leuten diese Messwerte so zu vermitteln, dass sie sicher verstehen und sicher mit ihnen umgehen können. Und das ist keine abgeschlossene Forschungsfrage, sondern das ist eine Forschungsfrage, die mich im ganzen Projekt begleitet. Und da bin ich auf die Mithilfe einfach von Leuten vor Ort angewiesen, die Interesse haben, mal so eine Messung zu machen, zu mir kommen. Wir besprechen die Messfrage, ich schreibe einen Bericht und dann komme ich in die Diskussion und zwar unter vier Augen. Was ist daran verständlich, was ist daran nicht verständlich? Und daran kann ich mich dann auch abarbeiten und unser Messberichtssystem verbessern und dann auch möglichst sinnvolle und auch auf Dauer wertvolle Messergebnisse zu publizieren. Ja, damit danke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich
Hier sind noch ein paar Kollegen, die direkt mit dem Projekt zu tun haben. Da gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht so ins Detail. Hier ist ein kleines Bild von unserem Gammaspektrometer, das Herzstück, was ich erwähnt hatte. Wir haben noch ein paar mehr Messgeräte, insbesondere auch Geigerzähler, mit denen man einfach sehr schnell Kontaminationen aufspüren kann. Also größere Aktivitäten kann man bei uns sehr schnell messen. So eine Gamma-Messung dauert sehr lange. Das sind mehrere Tage. Und das ist manchmal unbefriedigend, wenn jemand ins Labor kommt und will wissen, ob da Aktivität drin ist. Dann gibt einem so ein Zähler wieder rechts im Bild sehr schnell eine Auskunft. Die ist auch schon sehr aussagekräftig. Und für eine noch bessere Auskunft braucht man dann das Gammaspektrometer und Zeit. Und Sie finden mich im Kirchwinkel 4 in Remlingen, im Nebengebäude des Bürgerbüros. Da haben wir so einen Nebeneingang. Es ist alles noch nicht gut beschildert. Ich würde Sie bitten, wer Interesse hat, einfach mal da in die Diskussion mit mir zu kommen. Melden Sie sich am besten unter schulz@ihs.unihannover.de. Und dann, ja, ich würde mich einfach freuen, wenn da auch aus dieser Veranstaltung noch ein bisschen Interesse an uns herangetragen wird. Ja, danke schön. Ja, super. Danke, Herr Dr. Schulz, auch für diesen interessanten Vortrag. Ich habe zwischendurch mal auf die Uhr gelinst und dachte, oh Gott, was ist mit der Zeit? Wie schnell geht sie hin? Und gleichzeitig fand ich alle drei Vorträge sehr kurzweilig am Ende und sehr spannend und informativ. Und wir haben es in der Vergangenheit ja durchaus gehabt, dass es mal mehr, mal weniger Fragen gab und wir auch schon Veranstaltungen ja früher beenden mussten. Je nachdem, wie Fragen sind, nehmen wir uns heute vielleicht 5 oder 10 Minuten mehr, wenn wir die Möglichkeit dazu haben und wenn auch der Bedarf besteht. Und von daher würde ich jetzt aber sagen, ich habe auch ein paar Fragen aufgeschrieben, gehen wir aber direkt in die Diskussion, auch hier vor Ort. Ich erinnere zum einen an die Sprechstelle, die wir haben. Das heißt, wenn Sie hier aus dem Plenum eine Frage stellen wollen, gehen Sie bitte zur Sprechstelle, damit Sie auch im Internet gehört werden bei den Personen, die uns digital folgen. Und für die, die uns digital folgen, schreiben Sie uns gerne eine Chatnachricht über YouTube oder über Zoom. Dann wird die Annalena Zimmermann diese Frage gerne stellvertretend hier stellen. Oder Sie nutzen die Handheben-Funktion in Zoom. Auch dann können wir Sie aufrufen und können dementsprechend, können Sie Ihre Frage selber hier stellen. Ich sehe schon jemand auf dem Weg zur Sprechstelle und würde dann direkt einmal der Frau Wiegel das Wort erteilen. Ja, als erstes möchte ich von Ihnen wissen, warum die Sitzung der Umgebungsüberwachung schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr stattgefunden hat. Das war ja eine sehr intensive Veranstaltung. Das ist meine erste Frage, denn das kann es einfach nicht sein, dass so etwas nach einer Umstrukturierung einfach mal weggeblendet wird oder einfach vergessen wird. Irgendjemand muss dafür zuständig sein und das wäre zu klären. Außerdem sollte diese Umgebungsüberwachung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf neue Beine gestellt werden oder beziehungsweise wurde andiskutiert, weitere Messungen durchzuführen oder auch die Art und Weise, wie es abgehandelt werden soll. Auch darüber hört man im Moment oder seit langer Zeit gar nichts. Ich weiß, es gab eine Menge Anregungen von Professor Dr. Rolf Bertram. Und mich interessiert, wir haben hier 2 Teiche in der Asse. Ein Stillgewässer ganz dicht in der Nähe von dem Standort, wo vielleicht das Zwischenlager hinkommt. Ich hoffe nicht, aber dort in der Nähe ist dieses Stillgewässer und es gibt einen Teich nach Großfahlberg. Diese beiden Teiche, wenn ich es richtig weiß, wurden bisher nicht beprobt, was für mich schon absolut nicht in Ordnung ist. Die müssen beprobt werden und auch regelmäßig beprobt werden. Ich weiß, der eine Teich gehört dem Baron Münchhausen, aber der wäre dazu bereit, sie auf das Gelände und an den Teich zu lassen. So, das sind die Fragen. Dann interessiert mich wahnsinnig und daraufhin hat keiner Ihrer Referenten ist darauf eingegangen. Es gibt natürliche Radioaktivität, es gibt künstliche Radioaktivität. Das ist von keinem von Ihnen bisher erklärt worden, wo da der Unterschied ist. Und es wurde zwar Tschernobyl angesprochen, aber wir haben gewisse Radionuklide erst durch solche Unfälle und durch Atomkraftwerke und dadurch, dass wir mit diesen Materialien umgehen. Das muss auch mal erklärt werden. Und das nächste ist,
Es ist schön, dass wir eine Bürgermessstelle haben für gewisse Dinge, aber die kann eben nicht alles. Und daraufhin muss man auch deutlich darauf hinweisen, dass was eben zurzeit aus dem Schornstein gemessen wird und aus dem Schornstein bei Asse 2, das sind Dinge, die können mit der Bürgermessstelle nicht gemessen werden. Und da muss man eben auch mal darauf hinweisen und deutlich sagen, ja, wenn wir dann die Rückholung haben, ist das auf jeden Fall wichtig und wahrscheinlich auch wichtig, dass wir Referenzwerte haben. Aber zurzeit bis zur Rückholung sind das nicht die Werte, die im Moment entscheidend sind. So, das waren meine Fragen erstmal. Danke. Dann habe ich jetzt 5 Fragen aufgeschrieben. Sollten wir was vergessen, sagen Sie gern nochmal Bescheid. Wir haben einmal die Nachfrage zu der AG-Umgebungsüberwachung. Ich glaube, beziehungsweise hieß das Fachgespräch Emissions- und Immissionsüberwachung. Herr Walter, haben Sie da mehr Informationen, wie da der Stand ist? Ja, das letzte Gespräch dieser Art wurde tatsächlich im Jahr 2019 durchgeführt. Seitdem ist das etwas eingeschlafen. Das muss man natürlich auch selbstkritisch darlegen. Wir stimmen uns mit unserer Aufsichtsbehörde, dem BASE, auch regelmäßig zu Fragestellungen rund um die Umgebungsüberwachung ab. Einige Male im Jahr und im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, gab es eben auch so ein routinemäßiges Gespräch, wo auch dieser Tagesordnungspunkt Wiederaufnahme der AG-Umgebungsüberwachung-Formate besprochen wurde. Und da haben wir von unserer Aufsichtsbehörde, dem BASE, letztlich auch die Aussage bekommen, dass dieses Gesprächsformat wieder aufgelebt werden soll in 2022 und so wie in der Vergangenheit auch dann darüber informiert wird, dass das durchgeführt wird, dann wieder mit Beteiligung natürlich auch der BGE und natürlich auch anderen Rollen in dem Zusammenhang. Also es ist nicht eingeschlafen jetzt auf Dauer, sondern es wird im Prinzip wieder auferlebt. Sitzung geben, wenn ich Sie richtig verstanden habe? Nach Aussage unserer Aufsichtsbehörde soll es dieses Jahr ein Gespräch geben. Okay. Ich glaube, wichtig ist hier zu trennen, wenn ich das richtig verstanden habe und wenn ich das richtig erinnere, diese Fachgespräche sind hier mal von der Endlagerüberwachung im BFS organisiert worden. Diese Endlagerüberwachung ist im Zuge der Umstrukturierung zum BFE, heute BASE, gegangen, sodass quasi die Verantwortung erstmal für das Ausrichten dieser Gespräche quasi gar nicht bei der BGE liegt, sondern erstmal beim BFE, beziehungsweise beim BASE, um diese Zuständigkeit fortzuführen. Aber wie Herr Walter ja ausgeführt hat, sind wir da auch im Austausch und ich habe das auch nochmal mitgenommen. Wir hatten ja schon mal diese Anfrage, wo ich auch keine zufriedenstellende Antwort bekommen habe an der Stelle, aber ich habe mir das auch nochmal in meine Aufgabenliste geschrieben, dort nochmal nachzuhaken, wie da der Stand ist, weil ich auch den Bedarf entsprechend wahrnehme, sodass wir da wieder zu einem Gesprächsformat kommen. Also ich nehme das auch nochmal gerne mit. Herr Walter ist da auch in den Gesprächen nochmal dran und hat ja da entsprechend berichtet. Wir hatten dann die Frage zu der Erweiterung der Messprogramme, wenn ich das so zusammenfassen darf. Herr Walter, ist da irgendwas geplant, beziehungsweise in welchen Gesprächen ist man da? Ja, die Frage hängt ja auch mit dem Gesprächsformat AG Umgebungsüberwachung zusammen. Das ist natürlich auch ein sehr konstruktives Gesprächsformat, wo jetzt natürlich auch diese Vorschläge von Herrn Bertram auch diskutiert werden natürlich, ob diese zusätzlichen Messungen auch aussagefähig sind, sinnvoll sind, notwendig sind. Und ich denke, das ist im Rahmen auch dieses iterativen Gesprächsformates dann eben zwischen allen auch einvernehmlich abzustimmen, natürlich auch mit der Aufsichtsbehörde, dem BASE, abzustimmen, ob diese Messungen tatsächlich wirklich dann auch durchgeführt werden sollen. Da schließt sich vielleicht an die Frage nach den Teichen, die in Richtung Großfahlberg sind. Sind die Teil dieser Gespräche? Ist das nochmal gesondert? Oder von den anderen Referenten vielleicht, wenn da irgendwo Gespräche stattgefunden oder Informationen da sind? Aber Herr Walter, können Sie uns das vielleicht etwas einordnen? Grundsätzlich kann ich das versuchen. Die Teiche, das ist ja im Prinzip dann Oberflächenwasser, was da probt werden soll, denke ich. Und im Prinzip für diese Messung in der Umgebungsüberwachung gibt es ja natürlich auch Vorgaben, die sich aus der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen ableiten lassen. Diese Vorgaben setzen wir auch vollumfänglich um auf der Anlage, auch eben zu Wasserproben in der Umgebung, die wir ja auch durchführen. Das habe ich auch in meinem Vortrag etwas angerissen und aufgezeigt.
Und letztlich gibt es in diesen kerntechnischen Vorgaben natürlich auch gewisse Anzahlen von eben Wässern, Seen, die zu beproben sind. Und das muss natürlich nicht bedeuten, dass es alle jeglichen Seen dann in der Umgebung letztlich auch zu beproben sind in der Praxis. Das ist auch nicht zwingend erforderlich, bin ich der Meinung. Wir haben letztlich ein sehr umfangreiches Messprogramm aufgestellt und mit der Aufsichtsbehörde auch abgestimmt, wo im Prinzip alle verschiedenen Umweltmedien, auch Wässer, Grundwasser, Oberflächenwässer, intensiv auch ausgewertet werden dazu. Aber letztlich auch diese, ich sag mal, zusätzlichen Medien, die über die Anforderungen der letztlich RAI hinausgehen, die über die Anforderungen aus unserer Genehmigung hinausgehen, das wären halt zusätzliche Messungen, die auch grundsätzlich natürlich initiiert werden können. Ich habe ja auch aufgezeigt heute, wir machen sehr, sehr vieles, auch sehr, sehr vieles, was über letztlich die kerntechnischen Vorgaben hinausgeht. Und das ist letztlich auch gut und wichtig, dass wir da ins Gespräch kommen und natürlich da ein gemeinsames Verständnis erstmal erzeugen. Und sofern nachher alle der Meinung sind, dass diese Messungen wirklich sinnvoll sind, dann können wir die auch sicherlich dann besprechen, wie wir die umsetzen. Wir haben noch zwei weitere Fragen. Die letzte Frage richtete sich ja in Richtung der Bürgermessstelle, dass dort Dinge nicht gemessen werden können, die durchaus relevant sind. Vielleicht kann Herr Dr. Schulz dann noch mal berichten. Und dann würde ich ihn schon mal nach vorne bitten und vorher aber die Frage noch klären nach den natürlichen und künstlichen Radionukliden. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass wir dort in eine fachliche Tiefe einsteigen können, die vielleicht den einen oder anderen, der hier zuschaut, auch, ja, ich will nicht sagen überfordert, aber wo man vielleicht auch ein gewisses Wissen einfach mitbringen muss, eine gewisse Tiefe dieses Thema mitbringt. Aber Herr Walter, können Sie ganz kurz umreißen, was ist so dieser Unterschied zwischen natürlichen und künstlichen Radionukliden? Auch in der Wirkung, können Sie das versuchen, mit möglichst einfachen Mitteln einmal darzustellen? Ja, kann ich gerne machen und mache ich auch gerne. Ich hatte das in meinem Vortrag auch grundsätzlich angerissen, das Thema, was der Unterschied zwischen der natürlichen und künstlichen Radioaktivität ist. Die natürliche setzt sich ja im Prinzip zusammen aus den natürlich vorkommenden Radionukliden in der Umgebung, in der Welt. Und das ist im Wesentlichen, wie ich das vorgestellt habe, ja eine Summe aus der aus dem Boden kommenden Strahlung, der terrestrischen, so nennt man das, und der kosmischen Strahlung, also der Höhenstrahlung, aus dem im Prinzip auch Weltraum resultierend. Und die relevanten Nuklide in dem Zusammenhang sind natürlich die natürlichen radioaktiven Stoffe in der Erdkruste, Uran und Thorium und die Zerfallsprodukte, das Radon natürlich, was Sie auch grundsätzlich wahrscheinlich zu Hause im Keller haben und messen können. Und dann natürlich das Kalium-40, was Sie überall im Bodenreich und auch in Pflanzen natürlich sehr problemlos messen können. In den Vorträgen wurde es ja auch nachgewiesen in den verschiedenen Proben, relativ sehr hohe Werte auch. Das ist im Prinzip so in kompakter Form die natürliche Strahlung, so setzt sie sich zusammen. Und im Prinzip der Gegensatz, die künstliche Strahlung, ist im Prinzip die ja durch Menschen verursachte, zivilisatorisch bedingte Strahlung, also im Wesentlichen aus medizinischen Anwendungen resultierend oder auch letztlich Strahlentherapie und Nuklearmedizin-Anwendungen. Da haben wir ja auch sehr viel mit solchen künstlichen Nukliden zu tun. Also das ist die Strahlung, die letztlich nicht aus der Natur kommt, sondern vom Menschen selbst verursacht wird. Die Annalena Zimmermann hat mir auch Zeichen gegeben, dass wir auch Fragen im Internet haben. Ich würde die Anna dann auch gleich aufrufen wollen, aber vorher würde ich einmal zu Herrn Dr. Schulz blicken. Wir haben ja die Frage gestellt bekommen, dass Sie, ich sag mal, blinde Flecken haben in der Bürgermessstelle und nicht alles Relevante messen können. Können Sie uns das nochmal einordnen? Was können Sie messen? Warum messen Sie das und warum messen Sie andere Dinge nicht? Genau, ich würde gerne nochmal auf all diese Fragen auch kurz zurückkommen, und zwar auch auf die Frage natürliche und nicht natürliche, und zwar rein aus der messtechnischen Sicht, und das ist insbesondere die Gamma-messtechnische Sicht, die ich habe. Gibt es da erstmal keinen Unterschied, was die Messbarkeit angeht. Das ist schon mal die gute Nachricht. Wir messen das alles parallel und mit alles. Und da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt. Wir messen alles, was Gamma-Quanten aussendet. Und das sind, Sie hatten die jetzigen Ableitungen aus der Asse angesprochen. Da sind insbesondere zwei Nuklide dabei, die wir nicht erfassen, gamma-spektrometrisch. Das ist das Tritium und das Kohlenstoff 14. Und die machen zurzeit einen wesentlichen Teil der Aktivität, der emittiert wird, aus. Andere Teile, die emittiert werden, können wir über die Töchter ganz gut messen, insbesondere
Das Radon 222 können wir über die Töchter sehr gut nachweisen, was zu den größten Aktivitätsemittenten im Moment zählt. Und das können wir auch in der Umgebung ganz gut nachweisen. Da haben wir aber natürlich das Problem, da ist jetzt natürlich tatsächlich der richtige Begriff, dass wir auch natürliche Werte haben und wir immer große Probleme haben nachzuweisen, was ist jetzt tatsächlich aus der Asse. Das ist überhaupt nicht trivial und das gelingt nur mit sehr aufwendigen Messungen und sehr vorsichtigen Rückschlüssen, die man daraus zieht. Vielleicht könnte ich die Regie bitten, ich habe noch mal eine Folie auch zu dem Thema, was können wir mit Gamma messen, mit unserer Bürgermessstelle und was nicht und was ist in der Asse relevant. Das, was ich eben gesagt habe, stimmt für den Zeitpunkt jetzt und das war ja auch das, worauf sich Ihre Frage, Frau Wiegel, in erster Linie bezogen hat. Und da sind von diesen vier, die häufig diskutiert werden, eben zwei ganz gut messbar mit Gamma und zwei, das Tritium und das Kohlenstoff 14, so ziemlich überhaupt nicht. Wir haben aber darüber hinaus in der Asse natürlich noch ganz andere Radionuklide und auch ganz andere Gefährdungspotenziale, die im Moment da unten schlummern und die auch nicht über die Wetter ausgetragen werden sollten. Und die werden aber natürlich in dem Sinne mobilisiert, als dass, wenn die Rückholung losgeht, werden die bewegt. Und wenn die bewegt werden, ist natürlich ein anderes Risiko für eine Emission dieser Radionuklide gegeben. Und unter diesen Radionukliden befinden sich, wenn man die mal bewertet, anhand des Vielfachen der Freigrenze. Das ist ein Kriterium, was man für die Gefährlichkeit ansetzen kann. Das ist nicht das einzige. Aber wenn man das so darstellt, dann sehen wir hier, dass wir mit der Gammaspektrometrie von dem, was an wirklich gefährlichen Radionukliden in der Asse ist, schon eine ganze Menge nachweisen könnten, auch mit unserer Bürgermessstelle und mit der Gammaspektrometrie. Und das ist immer noch nicht alles und diese blinden Flecken bleiben. Aber ich glaube, das ist schon eine ganze Menge für das, was wir sozusagen hier jetzt erstmal initiiert haben. Ich gebe Ihnen aber völlig recht, man kann versuchen, mehr zu machen. Was man aber leider nicht machen kann, so einfach, ist Beta-Spektrometrie, also Messung von reinen Beta-Strahlern, einfach mal so vor Ort in Remlingen mit Bürgern. Das ist einfach zu kompliziert. Und deswegen haben wir auch von Anfang an diesen blinden Fleck akzeptiert. Weil das, was wir machen wollen, ich habe es versucht darzustellen, ist nicht die Überwachung, die der Betreiber und die auch der Staat übernehmen muss, ersetzen, sondern wir möchten einfach ein Angebot schaffen, möglichst selbst auch Schwerpunkte zu setzen. Und da können wir eine ganze Menge mit Gamma, nicht alles. Da schließt sich auch die Frage mit den Teichen so ein bisschen an. Sie sind herzlich willkommen, Proben, wenn die Besitzer das wollen, bei mir in der Gamma-Messstelle vorbeizubringen. Aber ich vermute, dass Sie gar nicht unbedingt die Gamma-Nuklide interessieren. Und da hatte ja auch mein Vorgesetzter Clemens Walter schon mal in den Raum gestellt, bestimmte Dinge können wir versuchen, am IRS zu machen. Aber gerade wenn es um Beta-Spektrometrie geht, ist hier vor Ort von der Bürgermessstelle aus leider tatsächlich ein blinder Fleck. Und der wird auch während des Transens-Projektes so bleiben. Und was danach kommt, weiß ich nicht. Aber ich bin froh über jede Kritik sozusagen, die da auch an diese Bürgermessstelle herangetragen wird. Ja, gern. An Herrn Walter. Sie messen ja eben auch Brunnen und Fließgewässer. Das ist aber ein Unterschied zu einem Stillgewässer, nehme ich mal an. Das ist für einen Laien eigentlich schon, müsste es schon verständlich sein, weil ja das Wasser dort doch mehr oder weniger durchfließt und es ein Unterschied ist, ob ich in einem Teich messe, wo eben nicht so eine Bewegung da ist. Deswegen nochmal die Anregung und bitte auch die Bitte, dieses mitzunehmen und möglichst auch aufzunehmen in Ihrem Messprogramm. Das ist keine Frage. Aber ich habe noch eine Frage an Herrn Gosch. Und zwar, Sie hatten vorgestellt in Ihren Darstellungen diese Klammerwerte. Und das eben von, ich glaube, 24 Proben, manchmal nur 5 oder je nachdem hier und da was gemessen wurde oder auch nicht. Die Frage ist für mich, gibt es einen Aufschluss auf den Abstand zur Schachtanlage, ob das einen Einfluss hat? Weil Sie haben ja ein sehr breites Messspektrum und es könnte ja sein, dass diese Entfernung eine Rolle spielt oder sind das jetzt reine Zufallsdaten? Das würde mich jetzt dazu nochmal interessieren. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wir hatten ja in den Jahren 2012 bis 2018 haben wir nochmal differenziert zwischen den Proben, die im Radius von 5 Kilometern um die Asse liegen und
im Radius zwischen 5 und 10 Kilometern. Mhm. Und da hatten wir auch die, in der Auswertung hatten wir das gegenübergestellt, 5 Kilometer Radius und 10 Kilometer Radius, und wir konnten dort keine signifikanten Unterschiede feststellen. Nicht so eindeutig. Nein, das ist nicht eindeutig. Das hat mich interessiert. Okay, danke schön. Danke für die Nachfrage. Anna, wie sieht es denn im Internet aus? Was haben wir da für Fragen gestellt bekommen? Wir haben einige Fragen im Internet gestellt bekommen. Ich weiß auch nicht, ob dazu jetzt noch der Rest der Zeit ausreicht, aber deswegen rufe ich nochmal dazu auf. Also wenn Ihre Frage jetzt vielleicht nicht mit aufgenommen wurde oder nicht befriedigend beantwortet wurde, Sie können uns auch gerne immer noch an info-assa@bge.de eine Mail schreiben. Genau, ich würde vielleicht sagen, weil wir da gerade am Ende bei dem Thema auch nochmal waren, und zwar gab es noch ein paar Fragen an Dr. Schulz, einige wenige. Zum Beispiel auch, vielleicht könnten Sie auch nochmal die Öffnungszeiten der Bürgermessstelle vorwegstellen, und dann werde ich nochmal die Fragen stellen. Die Öffnungszeiten gibt es nicht. Die Öffnungszeiten sind nach Anmeldung. Das hat damit zu tun, dass ich aus Hannover tatsächlich für jede Messung herfahre, für jedes Mal die Probe wechseln und für jeden Termin, den ich wahrnehme. Und ich bin nicht die ganze Zeit vor Ort. Und wir sind ein Forschungsprojekt und ich bin im Grunde genommen der Forscher, der da mit dem gesamten Projekt betraut ist. Das ist, wie Sie sich vorstellen können, neben den Messungen vor Ort eine ganze Menge anderes. Und ich bin nicht routinemäßig in einem festen, noch nicht, möchte ich dazu sagen, in einem festen Rhythmus vor Ort. Wir wollen dahin kommen. Da brauche ich aber, damit ich sozusagen feste Termine anbieten kann, brauche ich im Projekt noch Unterstützung. Und da sind wir gerade dran, dass ich da was bekomme, damit auch mal jemand da ist, wenn ich nicht da bin. Im Moment ist das sozusagen eine Ein-Mann-Veranstaltung. Und wenn jemand da was messen will, dann komme ich dafür. Und ich kann nicht immer da sein und ich kann einfach nicht garantieren, jede Woche bei den Verpflichtungen, die ich noch habe, jede Woche die gleichen Tage da zu sein. Deswegen ist es im Moment so, es gibt keine Öffnungszeiten. Sie können jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen, am einfachsten über E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht hier nochmal. Und darüber hinaus besteht natürlich die Möglichkeit, eigentlich täglich in dem Gebäude, die Tür ist, also das Gebäude wird nicht nur durch mich genutzt, die Tür ist offen und Sie können eine Probe abgeben, auch wenn Sie einfach in Richtung meines Messlabors gehen. Das ist eine Kiste mit Probenabgabe, das hat auch in der Vergangenheit schon funktioniert. Da würde ich Sie einfach nur bitten, nehmen Sie mit mir Kontakt auf, überlegen Sie mit mir zusammen, was können Sie sinnvoll mitbringen. Am besten ist es tatsächlich, man trifft sich vor Ort und bespricht das gemeinsam. Was ist die richtige Probe? Was ist die richtige Probenvorbereitung? Und wie bringen wir das auf den Detektor? Wie lange dauert das mit den Messungen? Das macht man am besten im Gespräch mit mir vor Ort. Und da würde ich um Nachsicht bitten, dass wir da keine festen Öffnungszeiten bis jetzt etablieren konnten. Ich hoffe sehr, dass das in Zukunft, wenn auch die Nachfrage sich so entwickelt, wie ich mir das erhoffe, dass wir das auch mit mehr Personal abdecken können. Im Moment versuche ich zweimal die Woche mindestens da zu sein. Das sind meistens montags und donnerstags, aber das sind keine festen Öffnungszeiten. Von daher tatsächlich nochmal der Aufruf quasi, sich die E-Mail-Adresse jetzt abzuschreiben, beziehungsweise werden wir sie am besten auch in der Nachberichterstattung nochmal erwähnen, sodass man dann direkt auch über unsere Internetseite, über einen Link gleich Ihnen eine E-Mail zukommen lassen kann. Anna, was haben wir noch? Genau, also Sie treten ja auch so in den Kontakt mit den Bürgern und den BürgerInnen und geben Ihnen ja ein bisschen auch was an die Hand, dass die Bürgermessstelle vielleicht auch noch weitergeführt werden kann, wenn Sie nicht mehr da sind. Aber ist das dann so, müssen die Bürger und BürgerInnen eine bestimmte Ausbildung haben? Es geht ja auch darum, dann die Messwerte zu interpretieren. Und wie soll das so ablaufen? Also aus unserer Sicht ist eine sinnvolle Zielgruppe, die solche Messungen selber machen kann, beispielsweise Lehrer, Aktive oder Berentete aus dem Fachbereich Physik, weil bestimmte Kenntnisse sind schon von großem Wert, um auch die richtigen Schritte und die richtigen Überlegungen durchzuführen und auch in dieser Interpretation mit dabei zu sein. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es immer auch noch im Hintergrund eine wissenschaftliche Begleitung wirklich möglicherweise universitärer oder auch anderer Art bedarf, um die Interpretation wirklich gut zu machen. Ich glaube, ein Physiklehrer beispielsweise kann sich all das, was wir da vor Ort machen, wenn er engagiert ist und Lust hat, aneignen. Ganz ohne naturwissenschaftlichen Hintergrund ist es schwierig, aber auch möglich. Das ist also gerade die Proben,
Name und das Messen ist kein Hexenwerk. Und bei der Interpretation kann man viele Fehler machen, aber man kann das auch lernen, wenn man nicht vom Fach kommt. Und wir hoffen da eigentlich auch auf Interesse von Leuten, die sich schon ein bisschen mit dem Thema auskennen und einfach Lust haben, mehr zu lernen. Okay, und eine letzte Frage noch an Sie. Sind denn im Laufe der Zeit auch Ringversuche mit den Laboren untereinander geplant? Super Punkt. Wir wollen und wir müssen auch noch weitere Ringversuche machen. Jetzt weiß ich nicht, welche Labore mit unter uns, mit unter anderen Laboren gemeint sind. Grundsätzlich ist es ja so, es gibt häufig mal die Möglichkeit, die haben wir auch am IRS bei uns in Hannover, dass man an solchen Ringversuchen teilnimmt. Das sind also Versuche, wo Proben ausgegeben werden, wo derjenige, der die Probe ausgibt, weiß, wie viel da drin ist oder auch nicht. Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Und dann werden verschiedene Labore danach überprüft, wie gut treffen sie mit ihrer Analyse diesen Messwert. Und das ist eine wichtige Erkenntnis darüber, wie gut man eigentlich ist mit dem, was man da misst. Es ist nämlich im Detail immer so, dass wir Unsicherheiten haben und es gibt Unsicherheiten, die können wir gut quantifizieren, die gebe ich auch mit aus. Und es gibt Unsicherheiten, die können wir nicht gut quantifizieren. Die kann man erst über solche Ringversuche gut rausfinden. Und das ist geplant, dass wir das natürlich machen. Und diese Ringversuche werden dann eben auch in Form von Messberichten veröffentlicht. Da sind wir sozusagen noch am Anfang. Vielen Dank. Herr Walter hat auch noch was dazu zu sagen. In dem Zusammenhang möchte ich sagen, dass wir als Betreiber auch an verschiedenen Ringversuchen teilnehmen. Das ist auch vorgeschrieben, das machen wir gerne, um letztlich auch unsere Verfahren, die wir haben auf der Anlage, auch ständig zu überprüfen und zu kontrollieren. Das ist zum Beispiel ein Ringvergleich, an dem wir regelmäßig teilnehmen, Tritium in Wasser, ja eines unserer Leitnuklide. Dann haben wir auch einen Ringvergleich, Tritium in der Fortluft, an dem wir auch regelmäßig teilnehmen und darüber hinaus auch noch einen Ringvergleich der Aerosolaktivität, die man gammaspektrometrisch nachweisen kann in der Fortluft. Also da nehmen wir auch an sehr, sehr vielen Ringvergleichen über das ganze Jahr hinweg teil. Und wenn man dann die Berichte dann bekommt, ne, dann sieht man da auch, wer alles teilgenommen hat. Das sind wirklich, sind alle relevanten Betreiber und Labore in Deutschland. Und da erkennt man auch, wie gut man selbst abgeschnitten hat im Vergleich zu den anderen und kann sich selber auch hinterfragen und gucken, woran es liegt. Und seine Verfahren natürlich dann auch dadurch prüfen, sie zu verbessern. Sind wir denn gut, Herr Walter? Wir sind gut. Wir haben einen letzten Ringvergleich im letzten Jahr durchgeführt. Und da waren auch meine Kollegen aus dem Labor über Tage. Die haben sich sehr gefreut. Die waren sehr auch stolz drauf, dass sie im Vergleich zu anderen Laboren in Deutschland auch sehr gut abgeschnitten haben. Und das ist ja auch eine gewisse Bestätigung und auch Motivation, da weiterzumachen und diese verantwortungsvolle Aufgabe, die wir hier alle haben, dann auch mit einer notwendigen Sorgfaltspflicht und Motivation weiter voranzutreiben. Mich reizt es ja jetzt nachzufragen, was sind genau Ringversuche? Ich glaube, ich weiß es, viele andere kennen den Begriff aber vielleicht nicht. Aber die Anna hat angekündigt, dass es noch mehr Fragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern gibt. Deswegen würde ich die Frage vielleicht hinten anstellen. Und Anna, setz doch bitte die Frageliste fort. Ja, genau. Also Herr Schulz, Sie können sich auch wieder setzen. Dann bleiben wir mal bei den Messwerten. Und zwar haben Sie ja die Folie zu den radiologischen Salzmonitoring gehabt, Herr Walter. Und zwar ging es da auch um die Nachweisgrenzen bei Tritium. Und es gab einmal bei dieser Folie diesen Peak. Und da gab es die Frage, was ist da passiert? Warum gab es diesen Peak? Gab es da irgendwie Konsequenzen oder genau? Ja, das ist auch wieder eine hochqualitative Frage, die natürlich dem geneigten Beobachter dann natürlich, der sieht sowas und hinfragt sich, was ist das für ein Peak? Korrekt, das ist tatsächlich dieser Peak, das ist tatsächlich eine nachgewiesene Aktivität von Tritium-R-Zutrittslösung gewesen. Ich berichtete ja, diesen Nachweis konnten wir in den letzten 10 Jahren etwa so 2 bis 3 Mal überhaupt nur erbringen. Und das war tatsächlich so ein wirklicher Nachweis. Und ja, der hatte auch Gründe natürlich. Zur Erinnerung möchte ich aber noch erstmal sagen, wir versuchen natürlich den Tritium-Eintrag in die Zutrittslösung durch bereits bauliche Maßnahmen an der Hauptzutrittsstelle wirklich zu minimieren, massiv zu minimieren, durch zum Beispiel eben eine Plane,
die wir dort über dem Auffangbecken positioniert haben, um dadurch den Lufteintrag von Tritium in das Wasser zu reduzieren und natürlich auch durch eine Frischwetterluftversorgung dieses Bereiches mit gering belasteten Wettern bei Tritium. Und auf diese Weise haben wir ja im Prinzip auch sehr gut nachgewiesen, dass diese Belege oder diese baulichen Maßnahmen erfolgreich sind durch diese geringen Werte. Und ja, tatsächlich dieser Peak, der hatte letztlich die Ursache darin, dass im Rahmen der Probenaufbereitung, da hatte ich ja auch Bilder gezeigt und den Prozess mal umschrieben, es passiert ist, dass eine leichte Tritiumkontamination unsere Sammeleinrichtung, unsere Aufbereitungseinrichtung leicht kontaminiert hat. Die haben wir dann sehr umfangreich mit Frischwasser, mit destilliertem Wasser gespült und gesäubert. Das war sehr umfangreich, weil letztlich auch die Sammelanlage sehr, sehr technisch, sehr, sehr, sehr komplex gebaut ist. Deswegen muss man da sehr viel spülen, um letztlich diese Kontamination rauszubekommen. Und das ist halt leider passiert. Das gehört auch, denke ich, dazu, zu so einem Prozess im Rahmen der Radioanalytik. Uns ist es wichtig, dass wir das identifiziert haben, die Ursache, und dass wir die Maßnahme eben abgeleitet haben mit Erfolg, die Reinigung dieser Sammelanlage und eben jetzt der Beleg auch, dass es seitdem auch nicht erneut zu einem ähnlichen Peak gekommen ist. Denn unser eigentlich Ziel ist es ja, möglichst Zutrittswässer im Rahmen der Freigabe zu entsorgen, die überhaupt kein Tritium haben und wirklich den selbstverpflichtend auferlegten Wert von der Trinkwasserverordnung auf diese Weise ja massiv auch zu unterschreiten. Okay, ich habe auch noch mal gerade eine Meldung von unseren Kolleginnen, dass es auch einen ausführlichen Wikipedia-Eintrag zu dem Thema Ringversuch und Ringvergleich gibt. Also vielleicht wäre das auch mal so ein erster Anlaufpunkt, dass wir das hier nicht noch mit reinbringen, weil die Zeit wirklich davonläuft. Aber zu den Messungen, also gibt es da auch eine Art System? Werden die immer zur gleichen Zeit gemacht, die Messungen, oder variiert das auch mal? Ich denke, die Frage richtet sich so grundsätzlich an alle Messungen, genau, die im Rahmen dieser Messprogramme durchgeführt werden. Ja, da gibt es auch natürlich Vorgaben, wann diese Messungen durchzuführen sind. Da sind bei uns natürlich grundsätzlich die Werktage, ne? Also Montag bis Freitags im Prinzip natürlich primär. Und es gibt natürlich die Häufigkeit dieser Messung, die ist auch vorgeschrieben, monatliche Messung, wöchentliche Messungen sogar, arbeitstägliche Kontrollen und stichprobenhafte Messungen. Also da gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite an im Prinzip auch Vorgaben, die durchzuführen, anzuwenden sind. Und das ist halt alles in unserer Genehmigung und in den Genehmigungsunterlagen auch vorgegeben und beschrieben. Und daran müssen wir uns orientieren und letztlich darüber auch dann diese gegenüber unseren Behörden dann auch den Nachweis erbringen, dass wir alle Messungen auch ordnungsgemäß durchgeführt haben. Das wird auch berichtet im Rahmen von Jahresberichten, im Rahmen von Monatsberichten. Da gibt es unglaublich viele Berichtsarten, auch mündlich gegenüber den Behörden. Die interessieren sich auch da hin und wieder mal sehr stark, gewisse Messwerte zu erlangen, Messwerte aufgezeigt zu bekommen. Und nochmal kurz zusammengefasst, es gibt sehr vielfältige Vorgaben und festgelegte Intervalle und darüber hinaus natürlich auch stichprobenhafte, nach Bedarf durchgeführte Probenahmen und Messungen. Wir haben hier auch eine Wortmeldung bei Zoom, und zwar möchte sich gerne Frau Kuchenbecker dazu schalten. Sind Sie schon da? Ja, ich bin da, aber Kamera geht nicht. Wir haben eben gehört, dass das eine nachgewiesene Tritiumaktivität in der Zutrittslösung war mit diesem Peak, und dass man das jetzt mindert, das wissen wir ja auch seit längerer Zeit, indem zum Beispiel die Becken abgedeckt sind, dass ordentlich Frischluft hinkommt und so weiter und so fort. Das heißt für mich aber doch im Umkehrschluss, man muss es vergleichen mit den Messungen aus der Fortluft. Denn alles, was nicht in diese Zutrittslösung geht, die dann abgefahren wird, das geht ja dann ins Abwetter und kommt aus dem Diffusor raus, hier in die Umgebung. Wie ist denn der Vergleich zu der Zeit, wo man das dann wieder mindern konnte, mit den Aktivitäten an Tritium in den Abwettern? Ich denke, dann müssten die ja eigentlich hochgegangen sein. Die Werte würden mich jetzt da im Vergleich interessieren. Danke. Ja, das ist auch eine sehr, sehr fachlich interessante Fragestellung, die Sie da äußern. Also ich meine, dieser Vergleich, der ist ganz, ganz schwierig zu führen. Sie messen einmal Tritium als HTO im Wasser,
chemisch gelöst. Das ist ganz anders als Tritium in der Fortluft dann zu ermitteln und insbesondere diesen Vergleich dann durchzuführen. Ich hatte ja in meiner Grafik Ihnen letztlich ja nur die Tritiumaktivitätskonzentration in Flüssigkeiten aufgezeigt. Es ist einfach fachlich ganz schwierig, auf Grundlage dieses Peaks irgendwie zeitgleich zu analysieren. Das sind einfach ganz extrem geringe Tritiumwerte auch, die ja in der Zutrittslösung liegen, also etwa Werte im Bereich von etwa 10 Becquerel je Liter. Da so unglaublich geringe Mengen, die Freigrenze von Tritium, die liegt im Bereich so von ungefähr 1 Milliarde Becquerel. In der Fortluft im Prinzip wird durch diese hohe Abluftmenge, die wir ja auch erzeugen durch den Hauptchromlüfter, sind etwa 5000 Kubikmeter pro Minute, diese Tritiumaktivität brutal massiv verdünnt. Und deswegen können Sie da ganz, ganz schwierig diese Rückschlüsse ziehen, Fortluft und Wasser. Das ist überhaupt nicht möglich. Was halt vielleicht noch so eine anschließende Frage zu dem Thema Abwetter wäre, gibt es denn auch Werte, die gemessen werden, die in der Hauptwindrichtung der Abluft aus dem Schacht liegen? Also im Rahmen jetzt der Emissionsüberwachung erfolgt ja die Probenahme und Messung direkt am Ort des Emittenten, also am Ort quasi des Diffusors. Und letztlich lokal an der Stelle, um zu ermitteln, was abgegeben wird im Rahmen der Emissionsüberwachung. Und in der Umgebung natürlich, da erfolgt dann dieses Messprogramm der Emissionsüberwachung. Und da hatte ich ja auch aufgezeigt, da gibt es ganz, ganz viele verschiedenste Art von Messungen. Neben eben der Messung der Ortsdosis, auch in der Hauptausbreitungsrichtung, in der Hauptwindrichtung natürlich, aber auch ganz viele andere Messungen. Das ist das Messprogramm der Emissionsüberwachung, ist natürlich auch dann spezifisch auf die Vorortgegebenheiten hier auch dann ausgelegt. Ne? Nicht jede Anlage ist gleich, jede Anlage hat eine andere Hauptwindrichtung, jede Anlage hat eine andere Ausbreitungssituation, eine andere Geländemodellierung. Und diese Faktoren, die fließen halt bei diesen Messpunkten mit rein, um letztlich spezifisch für die Anlage dann auch die Messpunkte repräsentativ festzulegen, um dadurch natürlich auch die Werte, die dann ermittelt werden im Rahmen der Probenahme und Messung, auch wirklich gut zu vergleichen, um eben Rückschlüsse auch ziehen zu können. Gibt es eben Rückschlüsse, die auf den Betrieb der Anlage zurückzuführen sind oder nicht. Das habe ich, denke ich, heute auch aufgezeigt und wir auch alle aufgezeigt, dass wir eben diese Rückschlüsse nicht sehen und auch nicht nachweisen lassen können bisher. Vielleicht kann man hier auch nochmal auf die Berichte im Internet verweisen, auf die Fachberichte. Die sind sicherlich im Textteil vielleicht für den einen oder anderen schwer nachzuvollziehen, weil es eben Fachberichte sind. Auf der gleichen Seite meine ich mich zu erinnern, dass in den Anlagen Karten enthalten sind, wo auch diese einzelnen Messpunkte auf der Karte, so ähnlich wie wir das bei Herrn Gosch gesehen haben, markiert sind, sodass man hier auch nochmal sieht, wo entsprechend die Messungen vorgenommen wurden. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Eigentlich müssten wir zum Ende der Veranstaltung kommen. Anna, wie viele Fragen haben wir denn noch so ungefähr? Ich würde vielleicht noch eine Frage an Herrn Walter stellen und dann gab es zwei kleinere Fragen an Herrn Gosch. Vielleicht stellen wir die Frage an Herrn Walter und an Herrn Gosch, jeweils mit der Bitte um eine möglichst kurze Antwort. Haben wir dann noch weitere Fragen oder sind das die drei? Ich glaube, die meisten wurden dann mehr oder weniger abgedeckt. Aber wie gesagt, also falls da doch noch mal neue Fragen aufkommen, dann schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse info-asse@bge.de. Die Frage, die ich noch an Herrn Walter habe, da geht es noch mal um den Müll, der jetzt rausgeholt werden soll. Bei der Entsorgung, da wurden die Fässer ja von außen gemessen. Und wir haben leicht- und mittelradioaktiven Müll hier in der Asse eingelagert. Wenn der wieder rauskommt, haben ja einige vielleicht nicht mehr so die Ummantelung. Könnte es dazu kommen, dass in diesen Fässern vielleicht hochradioaktiver Müll ist, den man so nicht messen konnte, weil es eine bestimmte Ummantelung gab um die Fässer? Also in der Asse wurden keine hochradioaktiven Abfälle und damit Müll eingelagert. Es wurden nur schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert. Und letztlich sollte das die Frage beantworten. Okay, das war eine sehr kurze und knappe Antwort. Vielen Dank dafür. Dann nochmal Fragen an Herrn Gosch. Und zwar, wird es eine Statistik über den zeitlichen Verlauf der Ergebnisse von den Proben an einem jeweiligen Standort geben?
Das ist so erstmal nicht geplant. Ich habe ja am Schluss noch mal eine kleine Auswertung gezeigt, wo ich den zeitlichen Verlauf über 3 Jahre habe. Weil wir auch nicht gewährleisten können, dass die Proben immer exakt an dem gleichen Punkt gezogen wurden. Ich hatte ja erläutert, dass verschiedene Probengeber da sind. Und auch wenn wir zum Beispiel unterschiedliche Getreidearten einsammeln, die werden nicht immer an der gleichen Stelle angebaut, sondern das wechselt dann. Und hier dann im Prinzip einen zeitlichen Verlauf über einen Probenahmepunkt zu legen, das ist meines Erachtens nicht aussagefähig. Okay. Wie Sie ja gerade schon gesagt haben, Sie haben uns am Ende ein paar Tabellen und Werte gezeigt. Und gibt es zu diesen Durchschnittswerten der radioaktiven Substanzen auch Minimum- und Maximumwerte? Nein. Okay. Dann waren das so die Fragen aus dem Internet. Dann habe ich hier noch eine Wortmeldung und würde sagen, die Wortmeldung nehmen wir zum Abschluss gerne noch mit. Und würde dann vorschlagen, dass wir auch im Nachgang natürlich nochmal prüfen, welche Fragen wurden denn heute hier beantwortet in der Veranstaltung und welche Fragen werden wir dann im Nachgang nochmal beantworten, dann schriftlich beantworten und auch zur Verfügung stellen. Das haben wir Ihnen zu Beginn ja im Endeffekt versprochen, dass Sie zu allen Ihren Fragen auch Antworten bekommen. Aber ich habe noch eine Wortmeldung, würde auch hier bitten, einmal bitte die Sprechstelle zu benutzen. Und Frau Bischoff, bitte. Ja, danke, dass Sie Wortmeldungen und nicht Fragen gesagt haben, weil einmal der Base, wie Sie sagten, die sich selbst Base nennen, da war das nicht nur so, dass die Veranstaltungen nicht stattgefunden haben, sondern die Messwerte auch nicht im Internet stand. Und ich habe sie dann angeschrieben damals und habe gefragt, wieso ist das nicht? Weil es konnte ja nur nicht mit Corona zusammenhängen, dass man die Messwerte nicht auf die Internetseite. Das wurde dann nachträglich noch nachgeholt. Also wieso man das nicht gemacht hat, kann ich nicht nachvollziehen. Und was die Sicherheit, dass es keine hochradioaktiven Abfälle in der Asse gibt. Wir hatten ja hier mal eine Veranstaltung, die Sie netterweise durchgeführt haben mit Herrn Moormann aus Jülich, wo ja auch ein Großteil der Abfälle hierher gekommen sind. Und der hat in Jülich gearbeitet, war da auch Whistleblower und war sich nicht sicher, dass von da nicht hochradioaktive Abfälle hierher gekommen sind und hatte damals geraten, dass man in Jülich nachfragt, wo alle Brennelemente-Kugeln hingebracht wurden. Und wenn die nicht nachweisen, weil die alle nummeriert waren und wenn die nicht nachweisen konnten, wo alle hinkamen, dass man dann davon ausgehen könnte, dass sie hier gut ummantelt eingelagert wurden. Ich möchte aber auch noch mal auf eins hinweisen, was jetzt nicht direkt mit den Strahlenmessungen, sondern mit den Gesundheitsmonitoren zusammenhängt. Man hat 2010 festgestellt, dass in der ehemaligen Samtgemeinde Asse, damals gab es die Samtgemeinde Asse noch, 3-mal so viele Schilddrüsenkrebsfälle bei Frauen und 2-mal so viele Leukämiefälle bei Männern auftraten von 2002 bis 2010, wie im übrigen Landkreis. Leider gibt es in Niedersachsen das Krebsregister ja erst seit 2002, deshalb vorher keine anderen Daten. Und man hat dann nur verglichen, waren die Krebserkrankten, die dann noch antworten konnten, in der Schachtanlage beschäftigt. Da gab es nur einen und dann hat man aber so kommuniziert, das hat nichts mit der Asse zu tun, also nicht nur nichts mit der Beschäftigung. Man hat 2006 dann hat man eine andere Vergleichsregion genommen, die über dem Niedersachsen-Durchschnitt bei der Krebsrate liegt. Der Landkreis liegt unter dem Niedersachsen-Durchschnitt. Also hat man dann nochmal die Vergleichsregion etwas verändert und hatte dann halt 3-mal so viele Schilddrüsenkrebsfälle bei Männern und 2-mal so viele bei Frauen festgestellt. Aber wieder nur die Samtgemeinde Asse, obwohl es die damals gar nicht gab und obwohl die an der Schachtanlage endet und nicht unbedingt in der Windrichtung liegt. Dann hat man gesagt, ja, in 5 Jahren macht man noch. 5 Jahre von 2016, wäre 2021, kam aber wieder nichts vom Landkreis. Das hat damals ja die Landrätin durchgeführt. Und es wurde festgestellt, dass in 4 Orten das Phänomen der ungeborenen Mädchen festgestellt wurde, was an Atomanlagen wohl
häufiger vorkommt. Das gab so ein Gorleben-Gutachten vom Helmholtz-Institut und die hatten das für Remlingen, Fahlberg, Kneitlingen und Evesen. Wenn man das sieht, liegt das ziemlich in einer Reihe. Und damals wurde das aber wieder nur gesagt, nur in Remlingen, weil das ja nur in der Samtgemeinde Asse war, obwohl man weiß, dass Strahlung weder an Samtgemeindegrenzen noch an Ländergrenzen Halt macht. Und der Wissenschaftler, der das festgestellt hat, hat gesagt, man sollte doch mal überprüfen, wie das mit dem Geburtenverhältnis war vor Beginn der Einlagerung. Für den Fall hat die Landrätin dann eine Ausschreibung für einen 30-Kilometer-Radius herausgegeben. Und da hat sich dann leider keiner drauf beworben, sodass man da dem Thema nicht mehr nachgegangen ist. Ich wollte nur sagen, dass uns das als Bürger vielleicht doch auch beschäftigt und dass man vielleicht so ein Gesundheitsmonitoring auch durchführt. Wir hatten das vorgeschlagen vom sogenannten Assefonds, die 3 Millionen, die der Landkreis bekommt. Aber da meinte die Landrätin, das wäre doch kein positives Thema und deswegen hat man das nicht dadurch gefördert. Ich wollte das nur noch mal aufbringen, dass man auch sich mit diesen Themen beschäftigen muss, vielleicht nicht unbedingt die BGE, aber wir erwarten das natürlich schon, dass das mindestens der Landkreis machen müsste. Und ja, das wollte ich nur nochmal, das ist jetzt keine Frage, sondern nur ein Hinweis. Aber das ist nochmal eine Aufgabe vielleicht für alle, die in diesem Bereich tätig sind. Sie haben es ja gesagt, vielleicht nicht konkret für die BGE. Ich glaube, hier muss man tatsächlich auch auf die Rollentrennung achten. Wer hat diese Studien durchgeführt? Welche Aufgabe haben wir am Standort? Das ist halt die Rückholung der radioaktiven Abfälle hier aus der Schachtanlage Asse 2. Und gleichzeitig sind es ja Fragestellungen und Ergebnisse von Studien, die auch wir kennen, mit denen auch wir konfrontiert sind und wo es ja weiterer Studien bedarf. Das ist, glaube ich, auch immer Tenor, dass man einfach wissenschaftlich im Moment nicht erklären kann, warum es so ist. Handelt es sich um statistische Zufälle? Handelt es sich tatsächlich um nachweisbare Auffälligkeiten? Da sind einfach weitere Forschungen notwendig. So habe ich die Berichte am Ende immer gesehen und wahrgenommen. Und es würde wahrscheinlich für uns alle eine zusätzliche Sicherheit und Argumentationshilfen an die Hand geben, wenn dort entsprechend weitere Forschung durchgeführt werden können. Das können wir aber nicht tun als BGE. Wir sollen die radioaktiven Abfälle rausholen aus der Schachtanlage Asse 2. Wir haben einen Plan vorgelegt, 2033 soll es losgehen. Bis dahin ist noch eine Weile hin. Kehren wir zurück zur Veranstaltung und ich würde zum Abschluss Herrn Köhler noch mal fragen. Was nehmen Sie mit heute zum Abschluss aus dieser Veranstaltung? Ja, eine alte Erkenntnis hat sich heute wieder bewahrheitet. Strahlenschutz ist kompliziert, Strahlenschutz ist komplex. Das Messen von Strahlung ist ein ganz schwieriger Vorgang. Ich fand es sehr interessant, wie uns die Referenten das nahegebracht haben und auch die Einordnung, die Größenordnung. Und mir fällt dann, wenn ich über diese Größenordnung und den großen Abstand von den Grenzwerten höre, ein Spruch ein eines ehemaligen Mitarbeiters, der damals noch Asse GmbH, mit dem ich unterwegs war, stellvertretender Leiter des betrieblichen Strahlenschutzes, der vorher auch in Kernkraftwerken tätig war, der zu mir sagte: Herr Köhler, das, was wir hier auf der Asse machen, das ist Strahlenschutz und in homöopathischen Dosen. Das beschreibt vielleicht so ein bisschen das Feeling eines Menschen, der mit ganz anderen Strahlungswerten zu tun hatte. Der sagte, wir gehen hier wirklich an die Nachweisgrenze. Das führt dazu, dass wir auch sehr lange Messdauern haben, sehr aufwendige Messverfahren, um überhaupt das bisschen, das wir hier messen können, überhaupt zu erfassen. Was ich schön fand, ist die vielen Fragen und Anmerkungen, die kamen. Die zeigen mir das Interesse und ich finde es auch gut, in welchem Rahmen und mit welcher inneren Haltung das vorgetragen wurde. Ich sage das deshalb, weil das Team von Herrn Walter, das wird für die Rückholung deutlich größer werden müssen. Wir brauchen Experten, die sich diesem Thema widmen und wir brauchen Leute, die bereit sind, auf der Asse zu arbeiten mit diesem oftmals sehr negativ konnotierten und assoziierten Thema Strahlenschutz. Und insofern danke auch an Sie für die Fragen, an das Umgehen mit uns. Ich fand das sehr angenehm und konstruktiv. Denn junge Leute dazu zu bewegen, auf einen Zug aufzuspringen, von dem viele sagen, es gibt keine Kernkraftwerke mehr, das, was wir da machen, ist nur negativ besetzt, das wird für uns eine ganz große Herausforderung sein im Strahlenschutz. Und ich bin froh, dass wir bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung ein Programm aufgesetzt haben, wo wir auch aus dem eigenen Mitarbeiterbestand Leute weiterqualifizieren. Auch da setzt sich Herr Walter ganz intensiv für ein.
Und ich kann nur hoffen, dass es uns mit all den Maßnahmen gelingt, genügend ausreichend hochspezialisiertes Personal zu finden, die all die schwierigen Aufgaben, zigtausende von Messungen jedes Jahr korrekt durchzuführen, die das schaffen. Und ich finde es auch klasse, dass wir vom Institut für Radioökologie quasi unterstützt werden. Wir schicken viele unserer Mitarbeiter auf Lehrgänge bei dem Institut für Radioökologie, die immer ganz begeistert zurückkommen und sagen, das ist toll, was wir da erfahren. Ich selbst bin da auch gewesen. Insofern freut es mich, dass Spezialisten wie Sie hier vor Ort anbieten, es unabhängig und auch finanziert aus einem ganz anderen Bundesressort, dass nie irgendwo, dass es heißt, naja, die werden ja aus dem Assefonds oder die sind irgendwo geleitet von ähnlichen Überlegungen wie vielleicht damals die Asse GmbH oder das BFS. Das finde ich also ausgesprochen gut. Auch danke für Ihren Vortrag. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir heute ein Stück dazu beitragen konnten, Vertrauen zu schaffen in unsere Arbeit, Vertrauen in die Arbeit derjenigen, die uns unterstützen, Vertrauen in die Arbeit des BASE, die uns immer zur Seite stehen, die uns richtig gut auf die Finger gucken und wir jeden Monat miteinander sprechen. Das finde ich ist ausgesprochen konstruktiv. Und ich hoffe, dass das auch so konstruktiv weitergeht und freue mich auf die nächste Veranstaltung, vielleicht zur Umgebungsüberwachung gemeinsam mit dem BASE. Und das ist es von mir. Ich wünsche mir, dass wir weiter Ihr Vertrauen bekommen, Vertrauen in unsere gute Arbeit, insbesondere auch in den Strahlenschutz. Das war es von mir zum Schluss. Danke, Herr Köhler. Ja, die nächste Veranstaltung kann ich gefühlt schon ankündigen. Wir hatten das eigentlich beim letzten Mal schon angekündigt für heute, dass wir uns mit dem Thema Notfallplanung beschäftigen wollten. Das hat leider nicht funktioniert, weil der Referent heute nicht zur Verfügung stand. Und wir haben das Thema geschoben auf den Oktober. Und wir werden das Thema dort dann nochmal aufgreifen, die Notfallplanung. Wir haben heute spannende Fragen gehört. Wir haben spannende Referenten, Vorträge natürlich gehört hier. Wir haben Dinge mitgenommen, vielleicht auch manchmal nur festgestellt. Ich erinnere an dieses Gespräch der AG Umgebungsüberwachung, dass wir da auch nochmal nachfragen, dass wir auch diesen Impuls hier aufnehmen und entsprechend mittragen in die beteiligten Institutionen und Einrichtungen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir dann im November vielleicht wieder in größerer Runde hier sitzen können, vielleicht auch wieder im hybriden Format. Ich danke auch allen, die digital zugeschaut haben, die digital dabei gewesen sind, Fragen gestellt haben. Ich verspreche Ihnen, wir schauen auch noch mal nach, welche Fragen sind vielleicht unbeantwortet geblieben oder nur in einer Frage oder in einer Antwort versteckt gewesen zu einer anderen Frage. Das greifen wir natürlich gern noch mal auf, geben dort dann auch noch mal die entsprechenden Antworten, reichen die nach, sofern das notwendig sein sollte. Von daher danke. Danke auch, dass Sie sich ein bisschen mehr Zeit genommen haben, als ursprünglich eingeplant war. Danke auch noch mal an die Referenten, die heute hierher gekommen sind, um über das Thema Strahlenschutz zu berichten. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.